Thank you.
Was wäre, wenn wir in einer Welt leben würden, in der der Mond und die Sonne die Plätze tauschten? Ja, ja, ich weiß, was du denkst. Die Folgen wären gewaltig und katastrophal. Aber hier ist ein interessanter Gedanke. Was wäre, wenn wir all das irgendwie überlebten? Wie sähe unser Leben in einer solchen neuen Welt aus und was würde mit dem Sonnensystem passieren? Es ist Zeit, das herauszufinden. Beginnen wir mit dem Mond. Wussten Sie, dass der Mond für die Gezeiten auf der Erde verantwortlich ist? Wissen Sie dieses Phänomen, bei dem das Meer ein- und ausläuft, als würde es eine Partie Strandvolleyball spielen? Das verdanken wir alles der Gravitationskraft unseres Satelliten. Der Mond hilft auch, die Rotation der Erde zu stabilisieren. Das ist ziemlich wichtig, wenn man nicht wie ein bestimmter Planet enden möchte, der seitwärts rotiert. Ich sehe dich an, Uranus. Außerdem wirkt er wie ein Schild, der uns vor einigen der schädlicheren kosmischen Strahlen, Asteroiden und Weltraumschrott schützt. Er ist wie unser persönlicher Bodyguard. Und ohne unseren Satelliten wären wir möglicherweise überhaupt nicht hier, um Witze zu machen und das Leben zu genießen. Einige Wissenschaftler glauben, dass der Mond eine entscheidende Rolle in der Entwicklung des Lebens auf der Erde gespielt hat. Ohne seine Gravitationskraft könnten wir ein völlig chaotisches Klima haben. Außerdem könnte der Mond Wasser auf unserem Planeten verteilt haben. Und wir alle wissen, dass Wasser Leben bedeutet. Was die Sonne betrifft, wir alle wissen, wie wichtig sie ist. Sie liefert Licht, Wärme und Energie für alle Planeten. Aber wie jeder gute Gastgeber einer Party kann die Sonne manchmal etwas zu intensiv werden. Vergessen Sie niemals, dass sie ein extrem mächtiger und riesiger Stern mit einer Oberflächentemperatur von etwa 5537 G-Grad Celsius ist. Wäre da nicht unsere Ozonschicht, würden wir alle augenblicklich verbrennen. Die Entfernung zwischen der Erde und der Sonne beträgt etwa 149.668.992 Kilometer. Wissenschaftler haben diese Entfernung in eine Maßeinheit umgewandelt. 1. Astronomische Einheit oder AU. Die geringste Entfernung, der sich die Erde der Sonne nähern könnte, ohne vollständig zerstört zu werden, beträgt etwa 0,9 astronomische Einheiten, AU. Gleichzeitig würde unser Planet zu einem Schneeball werden, wenn wir uns weiter entfernen. Weiter als etwa 1:2 AU. Wir hatten also ziemlich Glück mit unserer Position. In der Zwischenzeit beträgt die Entfernung zwischen Erde und Mond etwa 0,02 AE oder 386.242 Kilometer. Er ist super nah bei uns. Jetzt, da wir wissen, wie wichtig diese beiden sind und wie sehr ihre Position unsere Welt beeinflusst, lassen Sie uns versuchen, sie zu tauschen. Sicherlich wird nichts Schlimmes daraus resultieren. Zuerst stellen wir uns einmal vor, die Sonne befände sich an der Stelle des Mondes. Du weißt wahrscheinlich bereits, was uns dann widerfahren würde. Die intense Hitze und Strahlung der Sonne würden der schlimmsten Sauna der Welt gleichen, wobei die Temperatur auf der Erde rapide steigen würde. Jedes Lebewesen auf der Erde würde nichts weiter als einen Haufen Asche hinterlassen. Aber die Zerstörung würde damit nicht enden. Die Atmosphäre und die Ozeane würden vom Sonnenwind weggefegt werden und den Planeten ungeschützt und anfällig für die Strahlung und Teilchen, die von der Sonne kommen, zurücklassen. Es wäre, als ob ein riesiger Weltraumhaartrockner auf voller Stärke bliese, wobei die Atmosphäre und die Ozeane der Erde sofort weggeblasen würden. Vergessen Sie schmelzende Eisberge. Der gesamte Planet wäre eine einzige große Pfütze. Aber das war eine wissenschaftlich korrekte Antwort. Buh, langweilig. Nun, was wäre, wenn wir diese Katastrophe irgendwie überleben könnten? Was, wenn wir über eine super fortschrittliche Technologie verfügten, die uns davor schützt, zu einem knusprigen Röstkuchen gebraten zu werden? Zunächst einmal, selbst wenn unser Planet irgendwie überleben würde, würde es immer noch ziemlich heiß werden, da die Sonne immer noch viel mehr Wärme und Energie ausstrahlen würde als der Mond. Außerdem hat die Sonne,
im Gegensatz zum Mond, der während seiner Mondnacht Dunkelphasen durchläuft, durch die Kernfusion eine konstante Energiequelle. Also müssten wir uns zumindest keine Sorgen machen, jede Nacht zu frieren. Wir würden einfach in unserem Schlaf Eimer voll Schweiß schwitzen. Natürlich hätte diese ganze zusätzliche Wärme ernsthafte Auswirkungen auf unsere Ökosysteme. Pflanzen und Tiere müssten sich anpassen, um zu überleben. Und wir könnten einige bedeutende Veränderungen in der Funktionsweise des Lebens auf der Erde beobachten. Stellen Sie sich die Verwirrung nachtaktiver Tiere vor. Ohne den Mond hätten sie keine Ahnung, wie sie navigieren oder jagen sollen. Also, was könnten wir in dieser neuen, extrem heißen Welt tun? Nun, vielleicht könnten wir einige wirklich hochtechnologische Gewächshäuser bauen, um all diese Wärme einzufangen. Oder wir könnten große Spiegel oder andere reflektierende Oberflächen verwenden, um die Menge an Sonnenlicht, die die Erde erhält, zu manipulieren. Als nächstes haben wir die Gravitation der Sonne. Erinnern Sie sich, wie wir sagten, dass die Gravitation des Mondes genau richtig ist, um die Umlaufbahn der Erde zu stabilisieren? Wenn wir sie durch einen ganzen Stern ersetzen würden, würden die Dinge ziemlich verrückt werden. Wir sprechen von extremen Veränderungen in den Jahreszeiten, im Klima und allerlei wetterbedingten Eskapaden. Ihr tägliches Leben würde aussehen, als würde es versuchen, den Cha-Cha-Slide während eines Erdbebens zu tanzen. Die Rotation der Erde würde sich ebenfalls drastisch beschleunigen. Das bedeutet kürzere Tage, längere Nächte und viel Verwirrung bezüglich der Arbeitszeiten und Geburtstage. Gibt es also eine Möglichkeit, dies zu beheben? Nun, hypothetisch könnten wir einige massive Raumschiffe oder andere Technologien verwenden, um die Umlaufbahn und Rotation der Erde künstlich anzupassen. Zum Beispiel könnten wir Raketen oder Raumfahrzeugschlepper starten, die unseren Planeten langsam in eine neue, stabilere und konsistentere Umlaufbahn schieben würden. Und das ist noch nicht alles. All dieses Spiel mit der Schwerkraft würde auch neue Flutwellen epischen Ausmaßes bedeuten. Wir sprechen von Wellen, die so hoch sind, dass Surfer Sauerstoffflaschen bräuchten, nur um eine Welle zu reiten. Stellen Sie sich vor, Sie versuchen, ein Boot durch einen Hurricane zu steuern, während Sie auf einem bockenden Bronco reiten, G-Haw. Der Mond hilft auch dabei, Nährstoffe im Ozean zu verteilen und unterstützt somit das marine Leben. Wenn wir also die Sonne gegen den Mond tauschen würden, wären diese nährstoffreichen Gewässer Vergangenheit. Der Ozean würde zu einer stagnierenden, leblosen Brühe werden, mit nichts außer Algen und Plankton als Gesellschaft. Wir müssten auf Algensandwiches und entsalztes Wasser als Nahrung zurückgreifen, um zu überleben. Und seien wir ehrlich, niemand möchte in einer Welt ohne Sushi leben. Was sollen wir also tun? Nun, wir könnten versuchen, auf irgendeine Weise künstlich Gezeiten zu erzeugen oder die Gravitationskraft des Mondes auf den Ozean nachzuahmen. Beispielsweise durch den Einsatz von Pumpen oder anderen Mechanismen, die große Wassermengen so bewegen, dass ein ähnlicher Gezeiteneffekt entsteht. Oder wir könnten versuchen, dem Meeresleben zu helfen, sich an den neuen, nährstoffärmeren Ozean anzupassen. Vielleicht durch die Entwicklung von Fischzucht oder Aquakultur. Vergiss schließlich nicht die Strahlung. Die Sonne ist im Grunde eine Strahlenfabrik. Sie könnte unsere Gesundheit und elektronische Geräte ernsthaft beeinträchtigen. Du denkst, dein Handy ist jetzt empfindlich? Stell dir vor, was damit passieren würde unter einem riesigen Sonnensturm. Wir bräuchten also wirklich fortschrittliche Abschirmtechnologien, um uns zu schützen. Wir sprechen von Materialien, die Temperaturen aushalten können, die heißer sind als die Rückseite eines Jalapenos, und von Magnetfeldern, die stark genug sind, um geladene Teilchen abzulenken. Ach ja, und tonnenweise Sonnencreme. Zusammengefasst, wenn wir den Mond durch die Sonne ersetzen würden und es irgendwie schaffen würden, katastrophale Folgen zu vermeiden, wäre es eine völlig andere Welt, als wir sie kennen. Aber nicht nur die Erde würde diese Auswirkungen spüren. Was würde also mit dem Rest unseres Sonnensystems passieren?
Zum Anfang, wenn die Sonne mit ihrer enormen Gravitationskraft den Platz des Mondes einnehmen würde, würde sie ernsthaft die Umlaufbahnen der anderen Planeten durcheinander bringen. Sie könnten in zufällige Richtungen geschleudert werden, ähnlich wie Autoscooter. Die Planeten würden auch etwas von der feurigen Persönlichkeit der Sonne zu spüren bekommen. Sie müssten sich mit all der Strahlung und den geladenen Teilchen auseinandersetzen. Schließlich ist das Magnetfeld der Sonne unglaublich stark. Und wenn es den Platz des Mondes einnehmen würde, müssten die anderen Planeten nach seiner Pfeife tanzen. Dies könnte überall elektrische Stürme, Polarlichter und andere verrückte elektrische Effekte verursachen. Und was wird mit dem Mond selbst geschehen? Leider wird seine Herrschaft im Zentrum unseres Sonnensystems nicht allzu lange dauern. Wahrscheinlich wird er entweder anfangen, um die Sonne zu kreisen und von ihr verschlungen werden, oder einfach wie ein freier Vogel davonfliegen. Also, da haben Sie es. Ein kosmischer Streich, der furchtbar schiefgelaufen ist. Was können wir dazu sagen? Seien wir einfach dankbar, dass ein solches Szenario physisch nicht möglich ist. Und genießen stattdessen den schönen Mond und die lebensspendende Sonne aus sicherer und bequemer Entfernung. Sie wissen, wie alles vor 13,8 Milliarden Jahren mit dem Urknall begann. Bam! Nein, nein, warte, ich kann das besser machen. Trip! Nein, das ist... egal. Seitdem dehnt sich das Universum kontinuierlich aus. In seiner jungen Phase bestand es hauptsächlich aus Gas, vorwiegend Helium und Wasserstoff. Für Milliarden von Jahren hat sich das Gas ausgedehnt und abgekühlt. In der Zwischenzeit bildeten sich durch die gravitativen Kräfte Galaxien, Sterne und andere mysteriöse Dinge im Weltraum, die wir heute zu erforschen versuchen. Und in diesem Chaos, genau wie in der mittleren Schule, wurde auch unser großartiger Planet vor etwa 4,6 Milliarden Jahren geboren. Alles begann als Scheibe aus Gas und Staub, die sich um die junge Sonne drehte. Genau wie bei den restlichen Planeten unseres Sonnensystems. Diese Scheibe bestand aus Staubpartikeln verschiedener Größen und Gas. Sie umkreisten die Sonne mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und auf Bahnen, die nicht stabil und vorhersagbar waren. Sie stießen ständig gegeneinander. Diese Partikel wuchsen von sehr kleinen Staubkörnern zu Felsbrocken. Später dann zu größeren Objekten, die Planetesimale genannt wurden und einen Durchmesser von Meilen bis Hunderten von Meilen hatten. Und diese Planetesimale, die innerhalb der Scheibe um die Sonne kreisten, hatten eine Gravitationskraft, die stark genug war, um andere Objekte aus ihrer Nachbarschaft aus ihrer Umlaufbahn zu ziehen und mit ihnen zu kollidieren. Da sie ständig aufeinander prallten, wurden sie immer größer und größer, bis einige einen Durchmesser von Tausenden von Meilen erreichten. Das ist fast die Größe von Mars und Mond. Wir wissen diese Dinge wegen der Meteoriten. Sie kommen aus verschiedenen Orten in unserem Sonnensystem und bringen allerlei Materialien zu unserem Planeten, was uns interessantes Studienmaterial bietet und uns hilft, mehr über unser Sonnensystem und seine Entstehung zu lernen. Diese Materialien enthalten sehr kleine Stücke von Staub und Felsen, die das Chaos überstanden und diese harten Zeiten sogar überlebt haben, bevor die Planeten erschaffen wurden. Meteoriten brachten auch Stücke von Asteroiden und Planetesimalen mit, die nach Abschluss des Planetenbildungsprozesses zurückblieben. Als diese Objekte entstanden, wurden einige radioaktive Elemente in den Mineralien eingeschlossen, die wiederum Teil von ihnen waren. So konnten Wissenschaftler herausfinden, wie alt sie waren. Aber die endgültige Phase der Erdformation und im Allgemeinen dieses ganze Chaos, das in unserem Sonnensystem stattfand, könnte etwas länger gedauert haben, möglicherweise sogar bis zu 100 Millionen Jahre mehr. Das war, als der letzte gewaltige Einschlag geschah und die Erde schließlich ihre volle Größe erreichte. Was tatsächlich passierte, ist, dass es mit einem anderen Objekt kollidierte, das fast so groß wie der Mars war. Diese Kollision war so stark, dass der Aufprall genug Energie erzeugte, um einen Teil des Metalls und Gesteins sowohl von der Erde als auch von dem marsgroßen Objekt zu verdampfen.
und dieser Dampf schuf eine Scheibe, die unseren Planeten umgab. Diese Scheibe kühlte ab und klumpte irgendwann zusammen, was der Zeitpunkt war, an dem wir den Mond bekamen. Unser Mond entstand aus dem Aufpralltrümmern, die eine Kombination aus heißem Gas und geschmolzenem Gestein waren. Es gibt jedoch auch andere Theorien zur Entstehung des Mondes. Eine davon behauptet, dass er sich von der Erde abgelöst hat. Eine andere besagt, dass der Mond irgendwo sonst in unserem Sonnensystem entstand. Und irgendwann, als er herumwanderte, kam er so nah an die Erde heran, dass er letztendlich von ihrer Gravitation eingefangen wurde. Und Anhänger der dritten Theorie sind der Ansicht, dass der Mond und die Erde gleichzeitig aus derselben protoplanetaren Scheibe entstanden sind. Bevor der Mond entstand, war die Erde ein viel anderer Ort. Wenn Sie nur einen Tag auf der Erde ohne den Mond verbringen könnten, würden Sie zuerst von den Tagen und Nächten überrascht sein. Sie wären nicht so stabil wie heute, weil der Mond hilft, die Erdachse stabil zu halten. Die Tage waren früher kürzer. Die Erde drehte sich viel schneller, bevor der Mond entstand. Seine Schwerkraft hat die Rotation unseres Planeten verlangsamt, was bedeutet, dass die Tage länger wurden. Die Erdrotation wird mit der Zeit immer langsamer, aber in einer wirklich kleinen Rate. Einige Vorhersagen besagen, dass in 1 Milliarde Jahren ein typischer Tag zwischen 25,5 und 31,7 Stunden lang sein wird. Wenn 24 Stunden für Sie nicht genug Zeit sind, warten Sie einfach 1 Milliarde Jahre. Aber ja, wenn Sie der Typ von Person sind, der die Dinge gerne langsam angeht, hätten Sie damals definitiv sich beeilen müssen. Obwohl es damals nicht viele Dinge gab, mit denen Sie Ihre Zeit füllen konnten, außer über heiße Lava zu segeln, Steine zu sammeln oder zu hoffen, nicht von einem heftigen Meteoriten getroffen zu werden, der auf unseren Planeten fällt. Aber wenn Sie geduldig genug wären, könnten Sie vielleicht etwas wirklich Beeindruckendes sehen. Wasser, das zum ersten Mal auf unseren Planeten trifft. Es gab einen Regen aus feurigen Meteoren, die vom Himmel herabkamen und immer wieder auf unsere junge Erde einschlugen. Zunächst sah das verheerend aus, aber einige dieser herabfallenden Trümmer hielten wahrscheinlich Wasser. Viele glauben, dass die Asteroiden und Kometen, die auf unseren Heimatplaneten trafen, winzige Mengen an Wasser mitbrachten. Aber wenn man bedenkt, dass dieser Meteoritenschauer mehr als 20 Millionen Jahre dauerte, möglicherweise sogar bis zu 200 Millionen Jahre, ist es nicht so ungewöhnlich, dass sich nach einer Weile Pfützen auf der Oberfläche zu sammeln begannen. Als das Wasser innerhalb der Atmosphäre verdampfte, fiel es zurück und bildete Seen, Flüsse, Meere und schließlich Ozeane. Erst zu diesem Zeitpunkt gab es eine Chance, dass sich irgendwann in der Zukunft primitives Leben entwickeln könnte. Die Erde begann ihren Übergang von einer heißen Magmakugel zur Welt, wie wir sie heute kennen. Davor wäre es für das Leben zu schwer gewesen, dort zu existieren. Selbst wenn es irgendwie passiert wäre, hätten all diese Meteoriten- und Asteroidenkollisionen es wahrscheinlich zerstört. Außerdem könnten sie ohne Sauerstofftank nicht überleben. Die Erde hatte zwar eine Atmosphäre, aber sie war nicht wie die, die wir heute haben. Wissenschaftler glauben, dass sie aus Wasserdampf, Methan, Ammoniak und einigen anderen Gasen bestand, die durch vulkanische Aktivität freigesetzt wurden. Grundsätzlich war sie zu toxisch, da es ständig Vulkanausbrüche gab. Und die Temperaturen waren viel höher, sodass es kein angenehmes Erlebnis gewesen wäre, sich in diesen frühen Stadien der Erde aufzuhalten. Außerdem könnte es zu dieser Zeit sogar eine Form von Leben gegeben haben. In seinen Anfangsstadien, als alles so chaotisch war, war es nicht mit Ozean, Bäumen oder atemberaubenden Landschaften wie heute bedeckt, sondern mit geschmolzenem Magma. Ich meine, die früheste Form von Leben, die wir kennen, sind Fossilien von Mikroorganismen, die in hydrothermalen Quellen gefunden wurden. Und sie sollen 3,4 Milliarden Jahre alt sein. Und Wissenschaftler gehen davon aus, dass das früheste Auftreten von Leben auf der Erde vor etwa 4,2 Milliarden Jahren gewesen sein könnte, mehr oder weniger.
Also, mit der richtigen Ausrüstung könnten sie sogar einige einzellige Organismen wie Bakterien irgendwo auf unserem chaotischen Planeten sehen, noch bevor der Mond da war. Die Schwerkraft des Mondes erzeugt auf der Erde Gezeiten in den Ozeanen, was wahrscheinlich dazu beigetragen hat, das Ozeanwasser zu vermischen und zu zirkulieren, vielleicht sogar zu formen. Die Gezeiten ohne den Mond wären viel kleiner, denn seine Schwerkraft ist es, die die Gezeiten steigen und fallen lässt. Der Mond hat ebenfalls Einfluss auf das Leben im Ozean. Im Laufe der Zeit haben sich Tiere im Meer an die durch die Mondgravitation verursachten wechselnden Wasserstände angepasst. Selbst das Mondlicht hat eine große Auswirkung auf Meereslebewesen. Beispielsweise nutzen Korallen den Mondzyklus, um ihre Eier gleichzeitig und bei stärkeren Gezeiten zur besseren Fortbewegung der Eier freizusetzen. Babymeeresschildkröten nutzen das vom Mond auf das Wasser reflektierte Licht, um sich von ihren Nestern zum Ozean zu leiten. Wer weiß, welche Richtungen das Leben auf der Erde eingeschlagen hätte, wenn wir uns vor Milliarden von Jahren nicht unseren mondstrahlenden Begleiter gewählt hätten. Okay, ich gebe offiziell die Hoffnung auf, dass der Mond doch aus Käse besteht. Wow, nicht einmal Gouda. Die glänzende Mondkugel oder eine gekrümmte Banane oder die Hälfte einer Münze, je nachdem in welcher Phase sie sich befindet, hat verschiedene Schichten im Inneren, genau wie die Erde. Eine dieser Schichten wird als innerer Kern bezeichnet. Vor etwa 20 Jahren beobachteten Wissenschaftler, wie der Mond sich dreht. Aus diesen Daten schlossen sie, dass er einen flüssigen äußeren Kern hat. Der innere Kern war jedoch schwer zu untersuchen. Daher wussten sie nicht, ob er fest wie ein Fels oder geschmolzen wie eine heiße Flüssigkeit war. Aber jetzt sind die Dinge klarer. Astronomen haben Daten von verschiedenen Missionen gesammelt, einschließlich der Apollo-Mission, bei der Astronauten selbst zum Mond gefahren sind und Informationen gesammelt haben. Darüber hinaus haben sie eine spezielle Technik namens seismische Daten verwendet. Diese Methode geht darum, zu untersuchen, wie Schallwellen sich durch Dinge bewegen. Nehmen Sie Erdbeben auf unserem Planeten als Beispiel. Wenn ein Erdbeben passiert, entstehen Wellen, die sich durch den Boden bewegen. Wissenschaftler können diese Wellen erkennen und analysieren, um mehr über das Innere der Erde zu erfahren. Die gleiche Idee kann auch auf andere Objekte in unserem Sonnensystem angewendet werden, wie zum Beispiel Planeten oder, in diesem Fall, der Mond. Wenn es zu Erdbeben oder Mondbeben kommt, erzeugen diese Schallwellen. Und indem sie diese Wellen sorgfältig abhören und studieren, können Wissenschaftler eine detaillierte Karte dessen erstellen, was sich im Inneren des Objekts befindet. Sie können Dinge herausfinden wie verschiedene Schichten, aus was sie bestehen und wie sie angeordnet sind. Um das tiefste Innere des Mondes zu überprüfen, verwendeten Wissenschaftler auch etwas, das als Laservermessung bekannt ist. Diese Methode misst die Entfernung zwischen der Oberfläche der Erde und dem Mond sehr genau. Und tada! Der innere Kern unseres natürlichen Satelliten ist eine dichte, feste Kugel aus Eisen, genau wie der der Erde. Er ist etwa 500 Kilometer breit, was fast 15% der gesamten Mondgröße entspricht. Forscher haben auch Beweise gefunden, die die Theorie unterstützen, dass die Schicht zwischen der Mondoberfläche und seinem Kern, die als Mantel bezeichnet wird, sich im Laufe der Evolution des Mondes bewegt hat. Diese Bewegung nennen wir Mondmantelumsturz und sie könnte erklären, warum wir eisenreiche Elemente auf der Mondoberfläche finden. Mantelmaterial wird nach oben transportiert und das vulkanische Gestein bleibt in der Mondkruste. Einige der Materialien in diesem Gestein waren zu dicht, wie ich. Also sanken sie einfach durch das leichtere Krustenmaterial bis zur Grenze zwischen Kern und Mantel. Es ist wie ein Zyklus, in dem das Mantelmaterial des Mondes während vulkanischer Aktivitäten nach oben geht, eisenreiche Elemente in die Oberfläche transportiert und dann wieder absinkt. Es gibt ein weiteres Rätsel, das Wissenschaftler zu lösen versuchen. Was hat dazu geführt, dass das Magnetfeld des Mondes im Laufe der Zeit schwächer wurde und fast verschwand? Es scheint, dass wir jetzt, da wir über den Eisenkern und den globalen Mantelumsturz Bescheid wissen, mehr Antworten über das Magnetfeld des Mondes bekommen könnten.
Zu wissen, wie der innere Kern beschaffen ist, kann uns helfen, die Geschichte des Mondes sowie die Geschichte unseres gesamten Sonnensystems besser zu verstehen. Eine der weit verbreiteten Theorien über den Ursprung des Mondes besagt, dass es eine massive Kollision zwischen der Erde in ihren Anfangsphasen und einem anderen mysteriösen Objekt in unserem Sonnensystem gab. Es wird die große Impact-Theorie genannt. Und diese Kollision war so stark, dass sie ein großes Stück der primitiven geschmolzenen Erde abgerissen hat. Ich meine nicht so groß im Vergleich zu dem, was übrig ist. Wenn man einen US-Nickel neben eine einzelne grüne Erbse legt, bekommt man eine gute Vorstellung davon, wie groß unser Planet im Vergleich zum Mond ist. Dieser Brocken wurde dann in eine Umlaufbahn um unseren Planeten geschickt. Und das könnte etwa 95 Millionen Jahre nach der Entstehung unseres Sonnensystems passiert sein. Das Objekt, das mit der Erde kollidierte, könnte etwa 10% der Masse unseres Heimatplaneten und ungefähr die Größe des Mars gehabt haben. Es macht Sinn, schließlich haben die Erde und der Mond ähnliche Zusammensetzungen. Natürlich gibt es auch andere Theorien darüber, wie der Mond entstanden ist. Eine besagt, dass die Schwerkraft unseres Planeten ihn eingefangen hat. Das bedeutet, der Mond war nur ein Objekt, das unschuldig vorbeikam, als es plötzlich angezogen und in die Erdumlaufbahn gezogen wurde. Es gibt sogar eine Hypothese, dass die Erde den Mond von der Venus gestohlen hat. In diesem Fall sollte sich der Mond nicht beschweren. Ich nehme an, die Aussicht ist hier viel besser. Also ja, der Mond und die Erde sind in Bezug auf ähnlich. Aber der Mond hat nicht die gleiche Atmosphäre wie unser Planet. Seine Atmosphäre ist dünn und besteht aus einigen seltsamen Gasen, einschließlich Kalium und Natrium. Das ist nichts, was Sie in der Atmosphäre von Mars, Venus oder Erde finden können. Und die Felsen auf dem Mond enthalten kein Wasser. Aber das bedeutet nicht, dass dort oben überhaupt kein Wasser vorhanden ist. Vor langer Zeit, im 17. Jahrhundert, sahen Astronomen große dunkle Flecken auf der Oberfläche des Mondes. Einer dieser Astronomen, Michael van Langren, dachte, diese Flecken sähen aus wie Ozeane. Also nannte er sie Maria, was auf Latein Meere bedeutet. Andere Astronomen machten auch Karten des Mondes und verwendeten den Begriff Maria, um diese dunklen Flecken zu beschreiben. Zum Beispiel wird Mare Tranquillitatis als Meer der Ruhe übersetzt, wo Apollo 11 aufsetzte. Aber es scheint, dass diese dunklen Flecken tatsächlich keine Ozeane sind. Es handelt sich um Ebenen aus erstarrter Lava, die vor langer Zeit ausgebrochen ist. Diese vulkanischen Ausbrüche hinterließen glatte, flache Gebiete, die als Basaltebenen bezeichnet werden. Im späten 19. Jahrhundert studierte ein Himmelsbeobachter, William Pickering, den Mond und stellte fest, dass er keine Atmosphäre hatte. Ohne Atmosphäre gibt es keine Wolken und keine Luft, um das Wasser vor dem Verdunsten zu schützen. Daher dachten Wissenschaftler, dass jegliches Wasser auf dem Mond sofort verschwinden würde. Sie glaubten, der Mond sei völlig trocken. Aber dann, im Jahr 1961, hatte ein Physiker, Kenneth Watson, eine andere Idee. Er wies darauf hin, dass es auf dem Mond in speziellen Gebieten, die als dauerhaft beschattete Regionen bezeichnet werden, Wasser geben könnte. Dies sind Stellen auf dem Mond, auf die die Sonne nicht scheint, sodass sie die ganze Zeit dunkel bleiben. Daher könnte Wassereis in diesen dunklen Gebieten existieren, weil sie extrem kalt sind und das Eis nicht verdunsten würde. Aber als Astronauten der Apollo-Missionen zum Mond flogen 1972, brachten sie Bodenproben mit zurück. Und Wissenschaftler fanden keine Anzeichen von Wasser in diesen Proben. Also kehrte jeder zu dem Gedanken zurück, dass der Mond vollständig trocken sei. In den 90er Jahren konzentrierte sich die NASA auf diese schattigen Krater und fand hohe Konzentrationen von Wasserstoff, was darauf hindeutete, dass es Eis an den Polen des Mondes geben könnte. Sie waren sich jedoch immer noch nicht sicher, also suchten sie weiter und fanden nach einer Weile Wasserstoff, der in winzigen Perlen aus vulkanischem Glas eingeschlossen war. Da es heute keine aktiven Vulkane auf dem Mond gibt, bedeutet dies wahrscheinlich, dass Wasser auf dem Mond vorhanden war,
als diese Vulkane vor langer Zeit ausgebrochen sind. Außerdem könnte es in den frühen Tagen unseres Mondes viel mehr Wasser gegeben haben. Im Jahr 2020 zeigte uns die SOFIA-Mission der NASA, wonach wir schon sehr lange gesucht hatten, es gibt tatsächlich Wasser auf dem Mond. Es stellt sich heraus, dass das Wasser in den Körnern des Mondstaubs verborgen ist oder an der Oberfläche in den sonnenbeschienenen Bereichen des Mondes haftet. Also gibt es keine Ozeane, wie wir sie auf der Erde haben, aber zumindest gibt es etwas. Aber die Frage bleibt, wie kam das Wasser überhaupt dorthin? Es scheint, dass der Mond in der Zeit seiner Entstehung eine chaotische Geschichte hatte, wie wahrscheinlich die meisten Planeten und Monde in unserem Sonnensystem. Es gibt also einige Hinweise darauf, dass Wasser von Kometen stammt, die in der Vergangenheit auf seine Oberfläche aufprallten, oder vielleicht kommt es sogar weiterhin von denen, die gerade auf den Mond aufschlagen. Wir sprechen von einer chaotischen Situation, in der eisige Mikrometeoriten mit der Oberfläche des Mondes kollidieren und der Staub dann ein noch größeres Durcheinander verursacht, wenn er mit dem Sonnenwind interagiert. Aber wir warten darauf, mehr darüber zu erfahren. Denn, wie wir alle wissen, wenn man von Wasser spricht, spricht man unweigerlich auch über Leben. Deshalb wollen wir mehr über zum Beispiel all das Eis wissen, das in polaren Kratern auf dem Mond verborgen ist. Vielleicht kann es uns mehr darüber lehren, wie das Leben auf der Erde entstanden ist. Vielleicht haben Kometen alle notwendigen Elemente hierher gebracht. Und was ist, wenn einige dieser Elemente auch im Eis auf dem Mond feststecken? Also, der Mars hat zwei Monde, Phobos und Deimos. Und abgesehen von der bizarren Form gibt es nichts Bemerkenswertes an ihnen. Bis auf eine Sache. Vor nicht allzu langer Zeit entdeckten Wissenschaftler ein seltsames Phänomen auf der Oberfläche von Phobos. Und sie können immer noch keine Erklärung dafür finden. Was ist dieses Phänomen? Und was sagt es uns über die Geschichte unseres Sonnensystems? Finden wir es heraus. Der amerikanische Astronom Asaph Hall entdeckte Phobos und Deimos bereits 1877. Wussten Sie, dass alle Planeten in unserem Sonnensystem nach griechischen und römischen Gottheiten benannt sind? Zum Beispiel Mars oder Ares, die bekannte Gottheit des Krieges. Deshalb wurden die Satelliten dieses roten Planeten nach den Söhnen von Ares, Phobos und Deimos, benannt. Diese schönen Namen haben tatsächlich gruselige Bedeutungen. Furcht und Schrecken. 1972 nahmen das Mariner 9 Teleskop der NASA ihre ersten Bilder auf. So haben wir herausgefunden, dass diese Kerle überhaupt nicht wie unser Mond sind. Sie hatten diese seltsame Form, eine seltsame und instabile Umlaufbahn. Darüber hinaus gibt es keine anderen Monde im Sonnensystem, die sich so nahe an ihrem Mutterplaneten bewegen wie diese beiden. Nun, sie sind ja auch seine Söhne. Aber obwohl sie Mars sehr nahe sind, würdest du sie kaum sehen können, wenn du auf der Oberfläche des roten Planeten stehst. Das liegt daran, dass die Krümmung des Mars Phobos und Deimos verbirgt. Selbst wenn du irgendwo am Äquator wärst, würde Phobos für dich wie ein gewöhnlicher Asteroid aussehen und Deimos würde wie ein Stern aussehen. Alles, weil diese Satelliten im Grunde genommen Krümel im Vergleich zu unserem Mond sind. Sie sind die kleinsten und am wenigsten hellen Monde im gesamten Sonnensystem. Was ironisch ist, wenn man ihre mächtigen Namen bedenkt. Wie auch immer, es scheint, dass alles mit diesen beiden Satelliten ziemlich klar sein sollte. Aber nein, es gibt ein Problem. Sie sehen, Wissenschaftler rekonstruieren die Geschichte des Weltraums auf der Grundlage der Spuren, die auf verschiedenen Weltraumobjekten gefunden wurden. Beulen, Kratzer, Risse. All diese Dinge können uns erzählen, was vor Milliarden von Jahren passiert ist. Für eine lange Zeit waren sich Wissenschaftler sicher, dass Phobos und Deimos, genau wie ihre griechischen Prototypen, Zwillinge waren. Aber dann machte der Viking-Orbiter der NASA neue Fotos der Satelliten. Und da entdeckten sie einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden. Die gesamte Oberfläche des Phobos war mit riesigen Furchen bedeckt. Das waren eine Reihe von langen, tiefen Gruben, die sich von einem Ende des Phobos bis zum anderen erstreckten. Sie könnten sagen, was ist schon dabei? Alle Weltraumobjekte haben so etwas an sich. Und ja,
Es gibt andere Satelliten mit ähnlichen Furchen und Kratzern. Aber keiner von ihnen hat so viele wie der Phobos. Er ist völlig mit Furchen bedeckt. Und sie sind riesig, bis zu 12 Meilen lang und 200 Meter breit. Und das ist noch nicht alles. Einige dieser Furchen kreuzen sich mit anderen. Das bedeutet, dass Phobos nicht nur ein, sondern viele traumatische Ereignisse erfahren hat. Aber was ist genau mit ihm passiert? Tatsächlich sind sich die Wissenschaftler immer noch nicht ganz sicher. Sie haben jedoch ein paar Ideen. Und diese Theorien können uns nicht nur über die Vergangenheit des Phobos Aufschluss geben, sondern auch seine Zukunft vorhersagen. Theorie 1: Asteroideneinschlag. Nun, der erste Verdächtige ist ziemlich offensichtlich. Es gibt einen fast 10 Kilometer breiten Krater auf Phobos. Er heißt Angeline Stickney. Er wurde nach der Frau von Asaph Hall benannt, dem Wissenschaftler, der die Satelliten entdeckt hat. Bezaubernd. So klingt also die erste Theorie. Es war einmal ein astronomischer Körper, der auf Phobos stieß. Der Aufprall war so stark, dass er einen großen Krater hinterließ. Und die Auswirkungen der Kollision hinterließen überall auf Phobos eine Reihe von Rillen. Es klingt zunächst logisch. Allerdings haben Wissenschaftler einen Fehler in dieser Theorie bemerkt. Sie haben herausgefunden, dass diese Rillen tatsächlich nicht innerhalb des Kraters, sondern neben ihm entstanden sind. Also waren sie nicht das Ergebnis einer Kollision. Und was ist mit den Rillen, die sich mit anderen überschneiden? Oder handelt es sich nur um einen großen kosmischen Zufall? Nun, die Suche nach der Wahrheit ging weiter. Theorie 2. Es liegt alles an Weltraumschutt. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen diesen beiden Theorien. In diesem Fall sind die Rillen keine direkte Folge des Zusammenstoßes. Vielmehr läuft es etwa so ab. Etwas ist auf Phobos aufgeschlagen. Dieser Aufprall verursachte, dass eine Menge Gesteinsbrocken ins All geworfen wurden. Einige davon gingen für immer im Universum verloren, aber andere waren klein genug, um zurück zu Phobos gezogen zu werden. Wenn sie in einem steilen Winkel an dem Mond vorbeizogen, konnten sie auf ihn aufprallen, wegspringen und so weiter. Und da die Schwerkraft von Phobos sehr schwach ist, konnten sie vielleicht nicht an ihm haften. Mit anderen Worten, diese Gesteinsbrocken wurden über viele, viele Jahre hinweg ständig zum Satellit hin und wieder weggezogen. Diese Theorie erklärt die sich kreuzenden Rillen. Denn die Gesteinsbrocken fielen ständig an diesen Stellen hinab. Das klingt ziemlich logisch, aber es gibt ein weiteres Problem. Wir sehen keine Felsbrocken auf dem Mars oder auf der Oberfläche seiner Monde. Aber all dieser Schutt hätte durch die Schwerkraft eingefangen werden und irgendwo in der Umlaufbahn des Planeten verbleiben sollen. Oder einfach ein Teil von Phobos werden. Mit anderen Worten, wenn dies wahr wäre, würden wir Beweise für diese Theorie unter Schichten von Staub finden. Aber das ist nicht passiert. Daher hat diese Erklärung die Astronomen auch nicht zufriedengestellt. Daher suchten sie weiter nach dem Schuldigen. Vielleicht haben die Rillen überhaupt nichts mit dem Stickney-Krater zu tun. Ist vielleicht der wahre Übeltäter etwas anderes? Etwas noch Mächtigeres? Könnte es der Mars selbst sein? Theorie 3. Mars ist ein Twist-Bösewicht. Die vorherigen Theorien legen nahe, dass Phobos und Deimos ursprünglich Teile des Mars waren. Also zum Beispiel, sie haben sich einmal von ihm gelöst und sind zu Satelliten geworden, genau wie unser Mond. Aber was ist, wenn das nicht der Fall war? Beobachtungen des Mars Global Surveyor, der NASA, zeigen, dass Phobos und Deimos hauptsächlich aus Elementen bestehen, die in Meteoriten und Asteroiden zu finden sind. Was wäre, wenn Phobos und Deimos Asteroiden wären? Es gibt einen Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Angesichts der Größe, Form und Zusammensetzung von Phobos und Deimos haben Wissenschaftler vorgeschlagen, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt zu diesem Gürtel gehörten. Eines Tages aber flogen sie aus ihm heraus. Und dann zog die Schwerkraft sie zu Mars. Dieses Phänomen wird als Asteroidenfang bezeichnet. Es ist sehr seltsam, ja. Die Asteroidenfang ist nicht ungewöhnlich. Aber diese beiden fliegen schon seit was? Milliarden von Jahren neben dem Mars? Es ist merkwürdig, dass ihre Umlaufbahnen gleich geblieben sind. Außerdem ist die Atmosphäre des Mars sehr verdünnt.
und wegen dieser Tatsache konnte er kaum irgendwelche Asteroiden einfangen. Theoretisch hätten sie sich bei der ersten Gelegenheit vom Mars trennen sollen. Das ist jedoch nicht passiert. Das bedeutet, dass sie irgendwie stecken geblieben sind. Und der Mars begann sofort, sie zu zerstören. Ja, eine unerwartete Wendung. In dieser Version stellt sich der Mars als Schurke heraus. Durch das Studieren der Vergangenheit haben wir einige Beweise für zukünftige Verbrechen gefunden. Die mysteriösen Rillen von Phobos könnten durch Gezeitenkräfte zwischen dem Mars und Phobos verursacht worden sein. Der Mond und die Erde tauschen diese ebenfalls aus und verzerren sich dadurch leicht gegenseitig. Da Phobos jedoch viel näher am Mars ist, ist die Wirkung der Gravitationskräfte viel stärker. Mit anderen Worten, die Schwerkraft des Mars zerstört allmählich Phobos. Jedes Jahrhundert nähert sich der Satellit um 0,7 Zoll den Mars an. Er schrumpft auch um bis zu 6,5 Fuß, wird immer zerbrechlicher und schwächer. Je kleiner er wird, desto stärker wirken die Gezeitenkräfte auf ihn ein, was zu seltsamen Rillen und Kratzern auf Phobos führt. Ja, irgendwann in 30, 50 Millionen Jahren wird Phobos entweder mit dem Mars kollidieren oder sich auflösen und in eine Menge kleiner Steine verwandeln. Und dann wird auch der Mars Ringe haben, wie Saturn und Neptun. Deshalb wird Phobos auch der verdammte Marsmond genannt. Wie auch immer. All das sind nur Theorien. Aber die dramatische Vorgeschichte von Phobos gibt uns eine Vorstellung davon, wie dynamisch außerirdische Objekte sein können. Je mehr wir über sie lernen, desto mehr entdecken wir über die Geheimnisse der Entstehung nicht nur des Mars, sondern auch anderer Objekte in unserem Sonnensystem. Wenn wir eines Tages wirklich den Mars besiedeln, kann uns das Studium seiner Monde sehr helfen. Hoffen wir, dass die bevorstehende MMX, Mars-Mond-Erkundungsmission, einige der aufregendsten Geheimnisse enthüllt, die die Monde des Mars verbergen. Alles begann mit einer winzigen Veränderung auf unserem Planeten. Zuerst bemerkten die Menschen, dass der Mond etwas heller und größer war. Aber niemand achtete darauf. Der Mond beeinflusste die Gezeiten auf der ganzen Welt. Das Wasser überflutete die Strände, aber das war keine Tragödie. Viele Fische kamen an die Küsten. Man fand dort Riesentintenfische, Anglerfische und andere Kreaturen, die sonst in der Tiefsee leben. Jeden Tag passierten neue merkwürdige Dinge. Die Vögel flogen im Winter nicht mehr in den Süden. Sie sammelten sich in großen Schwärmen und flogen ziellos durch die Städte. Der Mond half ihnen früher, sich zu orientieren, und jetzt wussten sie nicht mehr, wohin sie fliegen mussten. In den endlosen Gewässern der Ozeane bemerkten Schiffskapitäne, dass ihre Kompasse unzuverlässig waren. Die Nadel zeigte in andere Richtungen, da die Magnetpole der Erde sich verändert hatten. Die Menschen merkten, dass der Mond sich aus irgendeinem Grund der Erde näherte. Die Schwerkraft des Mondes beeinflusst unsere Schwerkraft. Das beeinflusst auch den Klimawandel, das Verhalten aller Tiere und das Magnetfeld. Jetzt regnet es in den trockensten Gegenden und wird in den kältesten Zonen heiß. Auf dem ganzen Planeten gehen Ökosysteme zugrunde. Menschen, die in der Nähe von Wäldern leben, hören die ganze Zeit Wölfe heulen. Der Mond macht sie wahnsinnig. Der natürliche Satellit der Erde wird immer größer und immer heller. Noch ist nichts Schlimmes passiert. Die Menschen sind nicht panisch, weil sie nicht glauben wollen, dass das Ende kommt. Aber eines Tages erreicht die Situation einen kritischen Punkt. Ihr lauft die Straße runter und hört Musik und in dem Moment schubst euch jemand. Okay, vielleicht ist der Typ spät dran. Ihr lauft weiter und eine Frau, die auf euch zukommt, rempelt euch an. Tut mir leid, sagt sie und geht weiter. Ihr seht die Angst in ihren Augen. Ihr schaut nach vorne und seht Menschen, die auf euch zurennen. Ihr nehmt eure Kopfhörer ab und hört Schreie und Sirenen. Menschen verlassen ihre Autos und rennen weg. Hunderte von Möwen sind am Himmel zu sehen. In dem ganzen Chaos hört ihr ein merkwürdiges Geräusch. Es hört sich an wie Wasser. Wie ist das möglich? Ihr seid im Stadtzentrum, ein paar Kilometer von der Küste entfernt. Aber ihr habt keine Zeit zum Nachdenken. Ihr bemerkt eine riesige Welle, die die Straßen überflutet, und sie kommt direkt auf euch zu. Ihr rennt in ein Gebäude und eilt in den 10. Stock. Von hier aus beobachtet ihr, wie das Wasser die Stadt füllt. Der starke Strom spült alle Autos, einstöckigen Gebäude und Bäume hinfort. Im Wasser seht ihr einen Hai und andere Fische. Menschen verstecken sich in Häusern und auf den Dächern.
Innerhalb weniger Minuten ist eine Katastrophe eingetreten. Der Fernseher in dem Gebäude, in dem ihr euch versteckt, funktioniert noch. Ihr erfahrt, dass es auf der ganzen Welt Überflutungen gibt. Riesige Tsunamis zerstören Küstenstädte. Viele Städte sind vom Erdboden verschwunden. Der Mond ist der Erde zu nah und massive Fluten sind erst der Anfang. Der Mond fliegt um die Erde und hilft so, sie auf ihrer Achse zu halten. Er sorgt für Klimastabilität und hilft bei der Entwicklung von Lebewesen. Doch jetzt ist das Gleichgewicht gestört. Der Mond nähert sich und verändert die Schwerkraft unseres Planeten. Die Erde kann sich leicht neigen und dadurch weltweit enorme Fluten auslösen. Stellt euch vor, ihr habt ein rundes Glas Wasser in der Hand. Neigt es etwas? Seht ihr, wie die Flüssigkeit von der einen zur anderen Seite schwappt? Das passiert jetzt mit den Ozeanen. Aber der Mond nähert sich uns nicht nur. Er fliegt um den Planeten und kommt mit jeder Umrundung näher. Das verursacht laufend in verschiedenen Gegenden der Erde Naturkatastrophen. Gerade überfluten die Ozeane eine Seite und in ein paar Stunden eine andere. Bald seht ihr, wie das Wasser aus den Straßen ins Meer zurückläuft. Aber am Ende des Tages könnte es erneut Überschwemmungen geben. Moment mal, ihr bemerkt, dass es schon Abend ist. Der Himmel ist dunkel geworden, was merkwürdig ist, denn es ist erst 15 Uhr. Der Mond verändert die Rotationsgeschwindigkeit der Erde und lässt Tage so kürzer werden. Er bedeckt inzwischen fast den ganzen Himmel und erleuchtet unseren Planeten. Ihr seht riesige Mondkrater. Der Mond ist so nah, dass ihr ihn sogar seht, wenn die Sonne noch scheint. An einigen Stellen verdeckt er die Sonne sogar. Das Wasser zieht sich zurück und alle gehen nach draußen. In dem Moment gibt es ein Erdbeben. Die Straßen bekommen Risse und Häuser brechen zusammen. Erdrutsche bedecken die Straße. Auf der ganzen Erde verschieben sich die tektonischen Platten. Stellt euch zwei magnetische Bälle vor, die sich einander annähern. Ein Ball ist der Mond und der andere ist der Erdkern. Was glaubt ihr passiert mit den Schichten über dem Erdkern? Das sind hunderttausende Kilometer der Erdkruste. Und jetzt bewegt sich das alles. Überall auf der Welt tauchen zerstörerische Risse auf. Der höchste Berg der Welt bricht zusammen und wird zu einem Steinhaufen. Der Meeresboden reißt auf und Magma strömt heraus. Vulkane erwachen und brechen aus. Wolken aus Vulkanasche verdecken den Himmel, die Sonne und den leuchtenden Mond. Aber das Schlimmste kommt noch. Eine Kollision ist unvermeidbar. Der Mond fliegt um den Planeten wie ein Ball in einem runden Glas mit einem Loch im Boden. Diese Kraft lässt auf der ganzen Erde Wolken entstehen. Gerade gibt es ein Gewitter, aber in 5 Minuten wird es schneien. Dann wird es Nacht und es beginnt zu regnen. Die Wassertropfen bestehen aus Schlamm und Vulkanasche. Ohne Gasmaske ist es schwierig zu atmen. Der Atmosphärendruck ändert sich ständig. Einige Menschen bekommen schwere Migräne, andere haben Gelenkschmerzen. Doch man hat keine Zeit, über seine Gesundheit nachzudenken. Die Menschheit muss herausfinden, wie sie sich vor der Kollision retten kann. Wenn der Mond auf die Erde aufschlägt, wird ein ganz neues Schwerkraftsystem entstehen. Kontinente werden ihre Form ändern. Sie werden sich zu einer großen Landmasse zusammenfügen oder in Hunderte von kleineren zerbrechen. Die Kraft der Kollision kann den ganzen Sauerstoff in der Atmosphäre verbrennen und den Planeten unbewohnbar machen. Sich unter der Erde zu verstecken, macht wegen der schweren Erdbeben keinen Sinn. Die Menschen entscheiden sich, ihre letzten Stunden mit ihren Liebsten und Familien zu verbringen. Der Mond kommt näher. Er ist jetzt auf der Höhe der Internationalen Weltraumstation und bedeckt den Himmel. Viele Städte liegen aufgrund der Wellen im Schatten. Mehrere Kilometer hohe Tsunamis schlagen auf den Boden auf. Millionen Tonnen von Magma füllen die Meere. Milliarden Liter Wasser verdampfen einfach. Die Feuchtigkeit steigt in die Luft, vermischt sich mit der Asche und zieht in riesigen Kumuluswolken über das Land. Ihr habt die komplette Zerstörung eures Planeten akzeptiert, aber dann passiert etwas Merkwürdiges. Ihr bemerkt, wie sich auf dem Mond riesige Risse formen. Er teilt sich langsam in zwei Hälften. Beide Hälften zerfallen in hunderte große Stücke. Er fällt einfach auseinander. Die Erde hat keine natürlichen Satelliten mehr. Er ist nur noch ein Haufen riesiger Weltallsteine. Doch warum passiert das? Um unseren Planeten existiert die sogenannte Roche-Grenze. Innerhalb dieser Grenze ist die Schwerkraft der Erde stärker als die des Mondes.
Das bedeutet, dass die Kräfte, die den Mond zusammenhalten, schwächer sind als die, die ihn auseinanderreißen. Die Menschen jubeln. Die Roche-Grenze hat die Erde gerettet. Der Mond wird uns nicht treffen. Er zerbricht in Millionen von Bruchstücken und bildet einen Kreis um unseren Planeten. Jetzt sieht die Erde aus wie Saturn und umgibt ein Gürtel aus Mondgestein. Riesige Brocken zerstören alles, was ihnen in den Weg kommt, den ganzen Weltraumschrott. Die Satelliten funktionieren nicht mehr, die Menschheit kann nicht mehr kommunizieren und navigieren. Man wird wieder Papierkarten verwenden müssen. Vor diesen Ereignissen hielt der Mond unseren Planeten in einer bestimmten Neigung. Jetzt ist die Achse anders geneigt. Eine Erdhemisphäre kommt der Sonne näher, während die andere im Schatten liegt. Der Nordpol und die Arktis könnten zu heißen Wüsten werden, während der Äquator mit Eis bedeckt sein könnte. Winter und Sommer könnten jahrelang andauern. Die Überreste des Mondes fliegen um die Erde, aber manche von ihnen schlagen auch ein. Mondmeteorschauer zerstören Städte und lassen riesige Krater zurück. Durch all das wird viel Leben auf der Erde ausgelöscht. Es wird hunderttausende Jahre dauern, sich an diese neue Welt anzupassen. Etwa 8 Milliarden Bewohner des Planeten Erde erreichte eines Tages eine schreckliche Nachricht. Einige sahen es im Fernsehen, andere erfuhren es von ihrem Handy, während sie die sozialen Medien durchstöberten. Manche träumten sogar davon. Eine Stimme sagte in allen Sprachen, sodass es auch jeder verstand: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Zuerst die schlechte. Ihr alle seid Figuren in einem YouTube-Video, in dem unser Planet erleben muss, wie der Mond in zwei Hälften bricht. Für die Zuschauer ist das eine hypothetische Situation, doch für euch werden diese Ereignisse zur Realität. Die gute Nachricht ist nur ein Witz. Es gibt keine guten Nachrichten. Aber keine Sorge, die Apokalypse beginnt nicht auf eurem Planeten oder nur eine winzige. Schönen Tag noch. Zunächst verfällt die Bevölkerung in Panik. Ein paar Tage später beruhigen sich alle wieder. Vielleicht war es nur eine Massenhalluzination und dem Mond passiert gar nichts. Doch da entdecken Wissenschaftler eine Gefahr. Ein riesiger Meteorit aus den Tiefen des Alls ist zu uns unterwegs. Er ist extrem schnell und ziemlich flach, hat aber sehr scharfe Kanten. Zum Glück wird er die Erde um ein paar tausend Kilometer verfehlen. Doch der Mond wird nicht so viel Glück haben. Der Meteorit durchschlägt den Erdtrabanten genau in der Mitte. Er durchtrennt den Mond, fliegt an unserem Planeten vorbei und verschwindet wieder im All. In diesem Moment sind alle Augen auf den Himmel gerichtet. Der Meteorit schneidet den Mond exakt in der Mitte durch. Und was nun? Wird die Erde dieses Desaster überleben? Unser Begleiter zerbricht in zwei gleiche Teile. Glücklicherweise fliegen sie jedoch nicht auseinander. Die starke Gravitation des Mondes hält sie zusammen wie ein Magnet. Wissenschaftler sind sicher, dass sich die Teile innerhalb von ein paar Milliarden Jahren wieder vereinen werden und der Mond wieder ganz der alte sein wird. Das Coolste daran ist, dass die Menschen keinerlei Veränderung spüren werden. Die ganze Welt feiert diese guten Neuigkeiten. Die Stimme hat sich geirrt, doch dann taucht ein neues Problem auf. Ein weiterer Meteorit in Form eines Schuhs betritt unser Sonnensystem und nimmt Kurs auf die Erde. Der Weltraumstiefel kickt die eine Hälfte des Mondes weg. Nun bricht der Mond definitiv auseinander. Eine Hälfte bleibt an ihrem Platz, doch die andere rast auf die Erde zu. Ein kleiner Meteoritenschauer aus Mondfragmenten geht auf die Erde nieder. Aber das ist weniger tragisch. Die meisten Brocken verglühen in der Atmosphäre. Der Rest der zerborstenen Hälfte beginnt unseren Planeten zu umkreisen und bildet einen Gesteinsgürtel. Nun hat die Erde Ringe wie der Saturn. Umherfliegende Fragmente zerstören einige unserer Satelliten. Kommunikation und Internet fallen immer wieder aus. Die Menschheit braucht ein paar Jahre, um diesen Schaden zu beheben. Die internationale Raumstation ist Geschichte. Zum Glück sind alle Astronauten entkommen, ehe die Mondtrümmer sie erwischt haben. Mondgestein fliegt um die Erde und am Nachthimmel steht nur noch ein halber Mond. Anfangs verändert sich das Leben nicht übermäßig. Lediglich die Küstenbewohner bemerken die Konsequenzen sofort. Der Mond beeinflusst die Gezeiten. Während er um die Erde fliegt, verformt er die Ozeane in eine ovale Form. Dort, wo der Mond der Erde näher ist, herrscht Flut. Auf der anderen Seite ist Ebbe. Doch jetzt ist alles durcheinander. Ein halber Mond zieht weniger Wasser an.
der Mond ist nur noch halb so schwer und nähert sich der Erde. Aber seine Gravitationskraft ist deutlich schwächer geworden. Seevögel, viele Fischarten, Meeresschildkröten und andere Küstenlebewesen könnten ernste Probleme bekommen. Ihre natürlichen Instinkte sind eng mit dem Mond verknüpft, wann sie Nahrung aufnehmen, brüten oder in den Süden fliegen. Winzige Schildkröten zum Beispiel erwarten morgens die Flut und laufen zum Wasser. Aber das Wasser kommt nicht und sie werden zu Möwenfutter. Krabben können keine Eier legen, weil die Flut früher als gewohnt gekommen ist. Wölfe im Wald spielen verrückt. Sie heulen jede Nacht und können gar nicht aufhören. Das gesamte Tierreich versteht die Welt nicht mehr. Auch der menschliche Körper bekommt die Folgen zu spüren. Viele Menschen leiden unter zu niedrigem oder zu hohem Blutdruck und Kopfschmerzen. Der halbe Mond verändert das gesamte Ökosystem des Planeten. Die Anpassung an die neuen Bedingungen wird Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte dauern. Ein paar Wochen sind vergangen und die Menschen stellen fest, dass die Tage kürzer geworden sind. Der Mond hat stets die Rotation der Erde gebremst, doch jetzt dreht sich die Erde schneller. Der Abend und der Morgen kommen früher als erwartet. Durch die erhöhte Rotationsgeschwindigkeit dauert ein Tag nun nur noch 15 Stunden. Die Menschen leiden an Schlaflosigkeit und Übermüdung. Überall auf der Welt verändert sich der Arbeitstag. Früher kamen die Leute um 9 und gingen um 18 Uhr wieder. Jetzt wird von 7 bis 14 Uhr gearbeitet. Der Schlaf muss reduziert werden. Aufgrund der geringeren Arbeitszeit wird der Fortschritt ausgebremst. Die Technologien der Zukunft kommen mit 20 bis 30 Jahren Verzögerung. Die Bezahlung pro Stunde bleibt gleich. Die Unternehmen zahlen also weniger für weniger Arbeitsstunden. Der Mond hat auch das Wetter und Klima unseres Planeten stabilisiert. Sieh dir den Mars an. Er hat zwei kleine Monde. Sie rotieren schnell um den Mars und schaukeln ihn ein wenig umher. Folgen sind starke Winde, Sandstürme und Gewitter. Der halbe Mond, der nun in kleinen Teilen um unseren Planeten rotiert, destabilisiert die Erde. Die saisonalen Temperaturschwankungen verändern sich. Mancherorts wird es heißer, in kalten Regionen toben heftigere Schneestürme. Kurze, heftige Niederschläge ersetzen sonniges Wetter. Eine leichte Brise kann schnell zum Hurricane werden und kleine Wellen entwickeln sich zu Tsunamis. Die Jahreszeiten wechseln schneller. Im Winter wird es kälter, im Sommer heißer. Die Veränderung der Erdrotation hat auch Einfluss auf das Magnetfeld der Erde. Da Kompasse und Navigationssysteme nicht mehr einwandfrei funktionieren, müssen wir Nord- und Südpol neu kalkulieren. Vögel können nicht mehr für den Winter in den Süden fliegen, weil sie nicht wissen, wo lang sie fliegen sollen. Ihr innerer Kompass ist kaputt. Viele hundert Jahre sind vergangen. Die Menschen haben sich vollständig an die neuen Bedingungen angepasst. Neue Tierarten haben sich entwickelt. Vögel navigieren nun anhand des Mondes. Die Wirtschaft des Planeten hat sich neu ausgerichtet. Stundenlöhne sind gestiegen. Die Menschen bekommen mit 5 bis 6 Stunden ausreichend Schlaf und arbeiten täglich 4 bis 5 Stunden. Die Verkürzung von Tag und Nacht hat auch Einfluss auf die Unterhaltungsbranche. Filme dauern nur noch 1 Stunde, die Folgen einer Serie nur noch 30 Minuten. Das Leben ist schneller geworden. Der Durchschnittsmensch wird 96 Jahre alt. Eigentlich hat sich die Zeit nicht wirklich verändert, nur die Wahrnehmung. Viele tausend Jahre später sehen die Menschen anders aus. Sie haben größere Augen, die mehr Licht aufnehmen können. Der halbe Mond spendet nachts weniger Licht. Das menschliche Auge benötigte ein paar tausend Jahre, um sich an die neue Dunkelheit anzupassen. Auch die Tiere haben unter diesen neuen Bedingungen größere und empfindlichere Augen bekommen. Während all der Zeit hat die Menschheit sukzessiv die Umlaufbahn von den Mondtrümmern befreit. Mehrere Raumstationen umkreisen den Planeten und wieder hören die Menschen diese seltsame Stimme, die ihnen einst erzählte, sie wären Figuren in einem hypothetischen YouTube-Video. Diesmal sagt sie: Eure Geschichte ist vorbei, da dieses Video hiermit endet. Tut mir leid, gute Nacht. Okay, ich gebe offiziell die Hoffnung auf, dass der Mond doch aus Käse besteht. Wow, nicht einmal Gouda. Die glänzende Mondkugel oder eine gekrümmte Banane oder die Hälfte einer Münze, je nachdem in welcher Phase sie sich befindet, hat verschiedene Schichten im Inneren, genau wie die Erde. Eine dieser Schichten wird als innerer Kern bezeichnet.
Vor etwa 20 Jahren beobachteten Wissenschaftler, wie der Mond sich dreht. Aus diesen Daten schlossen sie, dass er einen flüssigen äußeren Kern hat. Der innere Kern war jedoch schwer zu untersuchen. Daher wussten sie nicht, ob er fest wie ein Fels oder geschmolzen wie eine heiße Flüssigkeit war. Aber jetzt sind die Dinge klarer. Astronomen haben Daten von verschiedenen Missionen gesammelt, einschließlich der Apollo-Mission, bei der Astronauten selbst zum Mond gefahren sind und Informationen gesammelt haben. Darüber hinaus haben sie eine spezielle Technik namens seismische Daten verwendet. Diese Methode geht darum, zu untersuchen, wie Schallwellen sich durch Dinge bewegen. Nehmen Sie Erdbeben auf unserem Planeten als Beispiel. Wenn ein Erdbeben passiert, entstehen Wellen, die sich durch den Boden bewegen. Wissenschaftler können diese Wellen erkennen und analysieren, um mehr über das Innere der Erde zu erfahren. Die gleiche Idee kann auch auf andere Objekte in unserem Sonnensystem angewendet werden, wie zum Beispiel Planeten oder, in diesem Fall, der Mond. Wenn es zu Erdbeben oder Mondbeben kommt, erzeugen diese Schallwellen. Und indem sie diese Wellen sorgfältig abhören und studieren, können Wissenschaftler eine detaillierte Karte dessen erstellen, was sich im Inneren des Objekts befindet. Sie können Dinge herausfinden wie verschiedene Schichten, aus was sie bestehen und wie sie angeordnet sind. Um das tiefste Innere des Mondes zu überprüfen, verwendeten Wissenschaftler auch etwas, das als Laservermessung bekannt ist. Diese Methode misst die Entfernung zwischen der Oberfläche der Erde und dem Mond sehr genau. Und tada! Der innere Kern unseres natürlichen Satelliten ist eine dichte, feste Kugel aus Eisen, genau wie der der Erde. Er ist etwa 500 Kilometer breit, was fast 15% der gesamten Mondgröße entspricht. Forscher haben auch Beweise gefunden, die die Theorie unterstützen, dass die Schicht zwischen der Mondoberfläche und seinem Kern, die als Mantel bezeichnet wird, sich im Laufe der Evolution des Mondes bewegt hat. Diese Bewegung nennen wir Mondmantelumsturz und sie könnte erklären, warum wir eisenreiche Elemente auf der Mondoberfläche finden. Mantelmaterial wird nach oben transportiert und das vulkanische Gestein bleibt in der Mondkruste. Einige der Materialien in diesem Gestein waren zu dicht, wie ich. Also sanken sie einfach durch das leichtere Krustenmaterial bis zur Grenze zwischen Kern und Mantel. Es ist wie ein Zyklus, in dem das Mantelmaterial des Mondes während vulkanischer Aktivitäten nach oben geht, eisenreiche Elemente in die Oberfläche transportiert und dann wieder absinkt. Es gibt ein weiteres Rätsel, das Wissenschaftler zu lösen versuchen. Was hat dazu geführt, dass das Magnetfeld des Mondes im Laufe der Zeit schwächer wurde und fast verschwand? Es scheint, dass wir jetzt, da wir über den Eisenkern und den globalen Mantelumsturz Bescheid wissen, mehr Antworten über das Magnetfeld des Mondes bekommen könnten. Zu wissen, wie der innere Kern beschaffen ist, kann uns helfen, die Geschichte des Mondes sowie die Geschichte unseres gesamten Sonnensystems besser zu verstehen. Eine der weit verbreiteten Theorien über den Ursprung des Mondes besagt, dass es eine massive Kollision zwischen der Erde in ihren Anfangsphasen und einem anderen mysteriösen Objekt in unserem Sonnensystem gab. Es wird die große Impact-Theorie genannt. Und diese Kollision war so stark, dass sie ein großes Stück der primitiven geschmolzenen Erde abgerissen hat. Ich meine nicht so groß im Vergleich zu dem, was übrig ist. Wenn man einen US-Nickel neben eine einzelne grüne Erbse legt, bekommt man eine gute Vorstellung davon, wie groß unser Planet im Vergleich zum Mond ist. Dieser Brocken wurde dann in eine Umlaufbahn um unseren Planeten geschickt. Und das könnte etwa 95 Millionen Jahre nach der Entstehung unseres Sonnensystems passiert sein. Das Objekt, das mit der Erde kollidierte, könnte etwa 10% der Masse unseres Heimatplaneten und ungefähr die Größe des Mars gehabt haben. Es macht Sinn, schließlich haben die Erde und der Mond ähnliche Zusammensetzungen. Natürlich gibt es auch andere Theorien darüber, wie der Mond entstanden ist. Eine besagt, dass die Schwerkraft unseres Planeten ihn eingefangen hat. Das bedeutet, der Mond war nur ein Objekt, das unschuldig vorbeikam, als es plötzlich angezogen und in die Erdumlaufbahn gezogen wurde. Es gibt sogar eine Hypothese, dass die Erde den Mond von der Venus gestohlen hat. In diesem Fall sollte sich der Mond nicht beschweren.
Ich nehme an, die Aussicht ist hier viel besser. Also ja, der Mond und die Erde sind in Bezug auf ähnlich. Aber der Mond hat nicht die gleiche Atmosphäre wie unser Planet. Seine Atmosphäre ist dünn und besteht aus einigen seltsamen Gasen, einschließlich Kalium und Natrium. Das ist nichts, was Sie in der Atmosphäre von Mars, Venus oder Erde finden können. Und die Felsen auf dem Mond enthalten kein Wasser. Aber das bedeutet nicht, dass dort oben überhaupt kein Wasser vorhanden ist. Vor langer Zeit, im 17. Jahrhundert, sahen Astronomen große dunkle Flecken auf der Oberfläche des Mondes. Einer dieser Astronomen, Michael van Langren, dachte, diese Flecken sähen aus wie Ozeane. Also nannte er sie Maria, was auf Latein Meere bedeutet. Andere Astronomen machten auch Karten des Mondes und verwendeten den Begriff Maria, um diese dunklen Flecken zu beschreiben. Zum Beispiel wird Mare Tranquillitatis als Meer der Ruhe übersetzt, wo Apollo 11 aufsetzte. Aber es scheint, dass diese dunklen Flecken tatsächlich keine Ozeane sind. Es handelt sich um Ebenen aus erstarrter Lava, die vor langer Zeit ausgebrochen ist. Diese vulkanischen Ausbrüche hinterließen glatte, flache Gebiete, die als Basaltebenen bezeichnet werden. Im späten 19. Jahrhundert studierte ein Himmelsbeobachter, William Pickering, den Mond und stellte fest, dass er keine Atmosphäre hatte. Ohne Atmosphäre gibt es keine Wolken und keine Luft, um das Wasser vor dem Verdunsten zu schützen. Daher dachten Wissenschaftler, dass jegliches Wasser auf dem Mond sofort verschwinden würde. Sie glaubten, der Mond sei völlig trocken. Aber dann, im Jahr 1961, hatte ein Physiker, Kenneth Watson, eine andere Idee. Er wies darauf hin, dass es auf dem Mond in speziellen Gebieten, die als dauerhaft beschattete Regionen bezeichnet werden, Wasser geben könnte. Dies sind Stellen auf dem Mond, auf die die Sonne nicht scheint, sodass sie die ganze Zeit dunkel bleiben. Daher könnte Wassereis in diesen dunklen Gebieten existieren, weil sie extrem kalt sind und das Eis nicht verdunsten würde. Aber als Astronauten der Apollo-Missionen zum Mond flogen 1972, brachten sie Bodenproben mit zurück. Und Wissenschaftler fanden keine Anzeichen von Wasser in diesen Proben. Also kehrte jeder zu dem Gedanken zurück, dass der Mond vollständig trocken sei. In den 90er Jahren konzentrierte sich die NASA auf diese schattigen Krater und fand hohe Konzentrationen von Wasserstoff, was darauf hindeutete, dass es Eis an den Polen des Mondes geben könnte. Sie waren sich jedoch immer noch nicht sicher, also suchten sie weiter und fanden nach einer Weile Wasserstoff, der in winzigen Perlen aus vulkanischem Glas eingeschlossen war. Da es heute keine aktiven Vulkane auf dem Mond gibt, bedeutet dies wahrscheinlich, dass Wasser auf dem Mond vorhanden war, als diese Vulkane vor langer Zeit ausgebrochen sind. Außerdem könnte es in den frühen Tagen unseres Mondes viel mehr Wasser gegeben haben. Im Jahr 2020 zeigte uns die SOFIA-Mission der NASA, wonach wir schon sehr lange gesucht hatten. Es gibt tatsächlich Wasser auf dem Mond. Es stellt sich heraus, dass das Wasser in den Körnern des Mondstaubs verborgen ist oder an der Oberfläche in den sonnenbeschienenen Bereichen des Mondes haftet. Also gibt es keine Ozeane, wie wir sie auf der Erde haben, aber zumindest gibt es etwas. Aber die Frage bleibt, wie kam das Wasser überhaupt dorthin? Es scheint, dass der Mond in der Zeit seiner Entstehung eine chaotische Geschichte hatte, wie wahrscheinlich die meisten Planeten und Monde in unserem Sonnensystem. Es gibt also einige Hinweise darauf, dass Wasser von Kometen stammt, die in der Vergangenheit auf seine Oberfläche aufprallten, oder vielleicht kommt es sogar weiterhin von denen, die gerade auf den Mond aufschlagen. Wir sprechen von einer chaotischen Situation, in der eisige Mikrometeoriten mit der Oberfläche des Mondes kollidieren und der Staub dann ein noch größeres Durcheinander verursacht, wenn er mit dem Sonnenwind interagiert. Aber wir warten darauf, mehr darüber zu erfahren. Denn, wie wir alle wissen, wenn man von Wasser spricht, spricht man unweigerlich auch über Leben. Deshalb wollen wir mehr über zum Beispiel all das Eis wissen, das in polaren Kratern auf dem Mond verborgen ist. Vielleicht kann es uns mehr darüber lehren, wie das Leben auf der Erde entstanden ist.
Vielleicht haben Kometen alle notwendigen Elemente hierher gebracht. Und was ist, wenn einige dieser Elemente auch im Eis auf dem Mond feststecken? Als du die Mondoberfläche betrittst, spürst du sofort eine ungewohnte Leichtigkeit und das Gehen fällt dir leichter. Du beschließt, fix eine Idee auszuprobieren und auf dem natürlichen Erdtrabanten rumzuspringen. Und trotz deines sperrigen Raumanzugs fliegst du buchstäblich durch die Luft. Juhu! Als du deinen Spaziergang auf der Mondoberfläche fortsetzt, spürst du plötzlich etwas Seltsames. Der Boden unter deinen Füßen beginnt zu beben. Es ist fast so, als hätte der Mond gerade gebebt. Aber das kann doch nicht sein, oder? Erstaunlicherweise hat dich dein Bauchgefühl diesmal nicht getäuscht. Es gibt tatsächlich Mondbeben. Davon gibt es 4 Arten, die stark genug sind, um aus großer Entfernung wahrgenommen zu werden. Tiefe Mondbeben, die sich mehr als 690 Kilometer unter der Oberfläche ereignen, Meteoriteneinschläge und thermische Beben, die entstehen, wenn sich die kalte Mondkruste nach einer eisigen Mondnacht ausdehnt, wenn die Morgensonne auf den Trabanten scheint. Es gibt auch flache Mondbeben, die einzigen, die den Erdbeben auf der Erde ähneln. Sie treten in einer Tiefe von 19 bis 30 Kilometern unter der Mondoberfläche auf und sind am stärksten und gefährlichsten. Zwischen 1972 und 1977 registrierte das seismische Netzwerk von Apollo 28 solcher Beben, von denen einige eine Stärke von mehr als 5 auf der Richterskala erreichten. Auf der Erde ist ein solches Beben stark genug, um Putz abzubrechen und schwere Möbel zu verschieben. Außerdem sind flache Mondbeben im Vergleich zu Erdbeben sehr langlebig und können einmal ausgelöst bis zu 10 Minuten andauern, während ein durchschnittliches Erdbeben in der Regel nur 10 bis 30 Sekunden dauert. Die Wissenschaft ist sich noch nicht sicher, was die flachen Mondbeben verursacht und wo genau sie auftreten, aber eine Theorie besagt, dass sie an den Rändern großer, relativ junger Krater entstehen, die von Zeit zu Zeit absinken. Interessanterweise gibt es Beben nicht nur auf dem Mond und der Erde. Auch in anderen Teilen unseres Sonnensystems haben Wissenschaftler Erschütterungen und Vibrationen registriert. So zum Beispiel auf dem Merkur, wo vor einigen Jahren eine Schrumpfung des Planeten festgestellt wurde, die auf tektonische Aktivität hindeutet. Die Venus hingegen gibt den Experten in tektonischer Hinsicht noch Rätsel auf. Im Moment hat die Venus keine tektonischen Platten und vielleicht hat sie auch nie welche gehabt. Doch ihre Oberfläche weist Falten und Verwerfungen auf und sieht aus, als könnte sie tektonische Platten haben. Andererseits könnten diese Merkmale auch durch andere Prozesse entstanden sein, zum Beispiel durch vulkanische Aktivität. Obwohl auf der Venus noch keine Beben beobachtet wurden, deuten die Vibrationen, die durch die dicke Atmosphäre des Planeten dringen, darauf hin, dass es sie geben könnte. Aber nun zum Mars. Auf dem roten Planeten gibt es eindeutige Hinweise auf seismische Aktivität. Das NASA-Landfahrzeug hat ein Seismometer auf der Marsoberfläche platziert und im Jahr 2019 das erste Marsbeben gemessen. Auch danach registrierte der Lander immer wieder Erschütterungen. Diese waren jedoch sehr schwach und würden auf der Erde im Hintergrundrauschen der Ozeane untergehen. Ein Körper im Weltraum muss jedoch kein vollwertiger Planet sein, um eine aktive Tektonik aufzuweisen. Ein Beispiel dafür ist Pluto. Obwohl er nur ein Zwergplanet ist, ist er geologisch aktiv. Als die NASA-Raumsonde New Horizons im Jahr 2014 das Pluto-System passierte, wurden auf dem Zwergplaneten komplexe geologische Merkmale registriert. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es möglicherweise Pluto-Beben gibt, wenn der Ozean aus flüssigem Wasser unter der eisigen Kruste des Zwergplaneten gefriert und wieder auftaut. Auch andere Himmelskörper wie die Jupitermonde Europa und Io sowie die Saturnmonde Titan und Enceladus sind trotz ihrer geringen Größe geologisch aktiv und weisen Merkmale wie Vulkanismus und mögliche unterirdische Ozeane auf. Ich wette, du kennst diese coolen Fakten über die Erdbeben auf unserem Planeten noch nicht. Es gibt einen Ort auf der Erde, an dem sich sage und schreibe 90% aller Erdbeben ereignen. Er heißt Feuerring und erstreckt sich rund um den Pazifischen Ozean von Neuseeland bis Südamerika. Sieht für mich eher aus wie ein Hufeisen.
Jedenfalls gehen Experten davon aus, dass die vielen Vulkane in dieser Region und die ständige Bewegung der tektonischen Platten für unzählige Erdbeben sorgen. Und zwar gibt es jährlich etwa 500.000 Erdbeben, doch viele davon ereignen sich tief in der Erdkruste und sind nur mit Spezialgeräten zu orten. Umgekehrt spüren wir etwa 20% der Erdbeben, aber nur 100 davon verursachen Schäden. Das stärkste jemals gemessene Beben ereignete sich im Mai 1960 in Chile mit einer Stärke von 9,5 auf der Richterskala und hatte verheerende Folgen. Während des Bebens registrierten Seismographen seismische Wellen, die um die ganze Welt liefen. Tagelang bebte die Erde. Das stärkste Beben in den USA hatte eine Stärke von 9,2 und ereignete sich in Alaska. Alaska ist neben Kalifornien einer der erdbebengefährdetsten Staaten der USA und gehört zu den seismisch aktivsten Regionen der Welt. Pro Jahr ereignet sich hier ein Beben der Stärke 7, wobei ein mögliches Mega-Erdbeben die Länge eines Tages auf der gesamten Erde verkürzen kann. Nach Angaben der NASA kann ein besonders starkes Beben sogar die Erdachse verschieben und damit die Tageslänge beeinflussen. Diese Veränderung ist jedoch sehr gering und wird in Mikrosekunden gemessen, was einem Millionstel einer Sekunde entspricht. Ein Beispiel ist das Sumatra-Erdbeben von 2004 mit einer Stärke von 9,1 auf der Richterskala, das den Tag um 6,8 Mikrosekunden verkürzt haben soll. Trotz aller Fortschritte in der Forschung ist es nach wie vor nicht möglich, Erdbeben genau vorherzusagen, da die Mechanismen, die zu einem Beben führen, tief in der Erde liegen. Immerhin ist man heute in der Lage, den Zeitpunkt eines Bebens genauer zu bestimmen. Erdbeben können durch Vulkanausbrüche oder Meteoriteneinschläge ausgelöst werden. Die meisten Beben entstehen jedoch durch die Bewegung der tektonischen Platten der Erde. Die Erdoberfläche besteht aus 15 bis 20 tektonischen Platten, die ständig in Bewegung sind. Wenn sich diese Platten verschieben, kann sich der Druck erhöhen und die Erdkruste aufbrechen. San Francisco bewegt sich etwa 5 cm pro Jahr auf Los Angeles zu. Das ist so schnell, wie Fingernägel wachsen. Das passiert, weil die beiden Seiten des San Andreas Grabens, ein kontinentaler Graben, der sich 1200 Kilometer quer durch Kalifornien zieht, aneinander vorbeigleiten. In einigen Millionen Jahren werden Los Angeles und San Francisco also Nachbarn sein. Vor einem Erdbeben können Gewässer wie Seen, Teiche und Kanäle etwas wärmer werden und unangenehm riechen, weil Gase freigesetzt werden, wenn sich tektonische Platten verschieben. Die meisten Tiere spüren diese Veränderung und ändern ihr Verhalten. Wissenschaftler haben beobachtet, dass Kröten vor einem Erdbeben in Italien im Jahr 2009 völlig verschwunden waren und erst nach der Katastrophe wieder zurückkehrten. Auch nach dem Abklingen eines Erdbebens kann es noch Stunden später zu Wasserbewegungen in deinem Swimmingpool kommen. Dieses Phänomen wird als Seiche bezeichnet. Das Wasser kann auch noch Stunden nach dem Beben schwappen. Der Swimmingpool der Universität von Arizona verlor Wasser durch eine Seiche, die durch ein Erdbeben in Mexiko ausgelöst wurde, obwohl sich das Erdbeben 1930 Kilometer entfernt ereignete. Am 27. Februar 2010 wurde Chile von einem schweren Erdbeben der Stärke 8,8 auf der Richterskala erschüttert. Die Erdkruste in der Region wurde so stark aufgerissen, dass die Stadt Concepción um 3 Meter nach Westen verschoben wurde. Ein weiteres Beben ließ den höchsten Berg der Erde, den Mount Everest, um 2,54 Zentimeter schrumpfen. Im Jahr 2015 hat ein Erdbeben der Stärke 7,5 im Himalaya mehrere Berge schrumpfen lassen. Früher glaubte man in Japan, dass Erdbeben durch den Namasu verursacht würden, einen riesigen Wels, der im Schlamm unter den japanischen Inseln lebte. Der Fisch zappelte und löste dadurch seismische Aktivitäten aus. Die alten Griechen glaubten, dass Poseidon, ein mächtiger Meeresgott, Erdbeben auslöste, indem er seinen Dreizack gegen die Erde schleuderte, wenn er wütend war. In der hinduistischen Mythologie sollen 8 Elefanten die Erde stabilisieren, indem sie auf dem Rücken einer riesigen Schildkröte stehen, die wiederum auf den Windungen einer noch größeren Schlange sitzt. Und jedes Mal, wenn sich eines dieser Tiere bewegt, kommt es zu einem Erdbeben. Es ist schon dunkel draußen, fast 2 Uhr morgens. Du gehst hinaus und schaust in den Himmel. Dort oben steht der helle, volle Mond,
Und obwohl du glaubst, schon viel über unseren natürlichen Trabanten zu wissen, bleibt immer noch die Frage, wie ist er eigentlich entstanden? Die Antwort ist bis heute ein Rätsel geblieben, auch wenn es natürlich Theorien gibt. Eine weit verbreitete Theorie, die sogenannte Impact-Theorie, besagt, dass der Mond durch eine Kollision der Erde mit einem kleineren Planeten etwa so groß wie der Mars entstanden ist. Diese Kollision fand wahrscheinlich vor 4,5 Milliarden Jahren statt. Eine andere Theorie, die Einfangtheorie, besagt, dass der Mond ursprünglich ein wandernder Körper im Sonnensystem war, der von der Schwerkraft unseres Planeten eingefangen wurde, als er die Erde passierte. Es gibt jedoch einen Widerspruch zu dieser Theorie, da der Mond und die Erde bemerkenswerte isotopische und chemische Ähnlichkeiten aufweisen, die darauf hindeuten, dass der Mond nicht von einem anderen Ort stammen kann. Andere Experten halten auch die Theorie für plausibel, dass der Mond entstanden ist, als die Erde in der Vergangenheit sehr schnell rotierte und sich dabei ein Teil ihrer Materie abspaltete, der dann um unseren Planeten kreiste. Doch auch hier gibt es ein Problem. Die mineralische Zusammensetzung des Mondes müsste dann mit der Erde identisch sein, was aber nicht der Fall ist. Der Mond weist eine höhere Konzentration von Materialien auf, die sich bei hohen Temperaturen sehr schnell bilden. Eine andere Theorie besagt, dass der Mond bei der Entstehung unseres Planeten einfach mitgeboren wurde. Eine weitere Frage, die die Astronomen derzeit beschäftigt, ist, ob der Mond wirklich ein Satellit der Erde ist oder ob es sich um zwei gleichberechtigte Planeten handelt. Aufgrund seiner Größe, er ist etwa ein Viertel so groß wie die Erde, wird der Mond von einigen Experten als Doppelplanet bezeichnet. Um diese Frage zu klären, muss der Begriff Planet definiert werden. Nach der Definition der Internationalen Astronomischen Union ist ein Planet ein Körper im Weltall, der die Sonne umkreist, annähernd rund ist und genügend Masse besitzt, um durch seine Schwerkraft die Umgebung seiner Umlaufbahn zu beleuchten. Was ist ein Satellit? Ein Satellit ist ein Objekt im Weltraum, das einen größeren Himmelskörper umkreist. Im Falle des Erde-Mond-Systems liegt der Schwerpunkt, das sogenannte Baryzentrum, innerhalb der Erde, was bedeutet, dass der Mond als Trabant der Erde betrachtet wird und das System kein Doppelplanetensystem ist. Vor etwa 3 bis 4 Milliarden Jahren besaß der Mond wahrscheinlich eine vollständige Atmosphäre, obwohl er kein Planet war. Diese Atmosphäre entstand durch heftige Vulkanausbrüche, bei denen Gase in alle Richtungen ausgestoßen wurden und sich so schnell ausbreiteten, dass sie nicht mehr entweichen konnten. Die Oberfläche des Mondes war damals von Becken bedeckt, die mit vulkanischem Basalt gefüllt waren. Man kann sich vorstellen, wie riesige Magmaströme aufstiegen, zu Boden fielen und Lavaströme bildeten, die die Basaltbecken auf der Mondoberfläche schufen. Als Wissenschaftler später Proben vom Mond analysierten, stellten sie fest, dass die Lavaströme nicht nur Kohlenmonoxid und Schwefel enthielten, sondern auch Bausteine von Wasser. Forscher konnten anhand von Proben berechnen, wie viel Gas vor rund 3,5 Milliarden Jahren aufstieg und die Atmosphäre des Mondes bildete. Diese Atmosphäre war am dichtesten und existierte etwa 70 Millionen Jahre, bevor der Mond im Weltraum verschwand. Das Spannende daran ist, dass der Mond damals unserem Planeten viel näher war, bis zu 19 Mal näher als heute. Eine Computersimulation deutet darauf hin, dass der Abstand zwischen Mond und Erde damals etwa 30.000 Kilometer betragen haben könnte, während er heute etwa 386.000 Kilometer beträgt. Der Mond erschien damals also viel größer am Himmel als heute. Allerdings gab es damals keine Dinosaurier, die diesen Anblick genießen konnten. Heute besitzt der Mond kaum noch eine Atmosphäre, was bedeutet, dass er nicht mehr vor Meteoriteneinschlägen geschützt ist. Seine Oberfläche ist daher von zahlreichen Kratern übersät. Im Gegensatz zur Erde, auf der etwa 190 Einschlagskrater bekannt sind, von denen viele bewachsen oder mit Wasser gefüllt sind, gibt es auf dem Mond mehrere Millionen Krater, von denen etwa 5000 größer als 19 Kilometer sind. Und da der Mond seismisch weniger aktiv ist als die Erde, bleiben diese Krater und andere uralte Formationen über Jahrhunderte hinweg in perfektem Zustand. Der Mond erscheint als hellstes Objekt am Nachthimmel, obwohl seine Oberfläche eigentlich dunkel ist, denn sein Rückstrahlvermögen ist nur wenig höher als das von Asphalt.
Die Anziehungskraft des Mondes verursacht nicht nur die Gezeiten auf unserem Planeten, wodurch sich die Ozeane auf beiden Seiten des Planeten auftürmen, sowohl auf der mondnahen als auch der mondfernen Seite, sondern verlangsamt auch die Rotation der Erde durch das Phänomen der Gezeitenbremse. Dadurch verlängert sich die Dauer eines Tages auf der Erde um etwas mehr als 2 Millisekunden pro 100 Jahre. Auch der Mond bewegt sich von der Erde weg, etwa so schnell wie Fingernägel wachsen, nämlich etwa 4 Zentimeter pro Jahr. Würde der Mond eines Tages aus dem Weltall verschwinden, hätte das Auswirkungen auf unseren Planeten. Ohne die stabilisierende Anziehungskraft des Mondes würde sich die Neigung der Erde stark verändern. Von keiner Neigung, das heißt keine Jahreszeiten, bis zu einer starken Neigung, das heißt extreme Wetterbedingungen. Obwohl die Mondoberfläche weitgehend ruhig ist, kommt es auf unserem natürlichen Erdtrabanten immer wieder zu sogenannten Mondbeben. Eine gängige Theorie besagt, dass diese durch das Schrumpfen des Mondes und die damit verbundene Abkühlung seines Inneren verursacht werden. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Mond in den letzten paar 100 Millionen Jahren um etwa 45 Meter dünner geworden ist. Um dieses Phänomen besser zu verstehen, kann man sich vorstellen, wie eine pralle Weintraube zu einer schrumpeligen Rosine wird. In ähnlicher Weise schrumpft der Mond und seine harte, spröde Oberfläche bekommt Risse und Brüche, wodurch sich Teile des Mondes über andere schieben. Interessanterweise haben Forscher kürzlich entdeckt, dass der Mond sogar einen Schweif hat, der sich jeden Monat wie ein Schal um unseren Planeten legt. Dieser Schweif besteht aus Millionen von Natriumatomen, die durch Meteoriteneinschläge aus der Mondoberfläche herausgeschleudert werden und weiter ins All fliegen. Wenn der Mond zwischen Sonne und Erde steht, fängt die Schwerkraft unseres Planeten diesen Natriumschweif ein und formt ihn zu einem langen Band, das sich um unsere Atmosphäre legt. Obwohl der Mondschweif für uns Menschen völlig ungefährlich und mit bloßem Auge nicht sichtbar ist, er ist 50 Mal schwächer als das, was wir wahrnehmen können, kann er an seltenen Tagen mit leistungsfähigen Teleskopen als schwaches, gelbliches Leuchten am Himmel beobachtet werden. Der Schweif erscheint dann als schimmernder Fleck, der etwa 5-mal so groß ist wie der Durchmesser des Vollmonds. Vor einigen Jahren ist ein Asteroid in die Erdumlaufbahn eingetreten und hat begonnen, unseren Planeten zu umkreisen. Obwohl dieser Asteroid nicht größer ist als ein durchschnittliches Auto, war er eine Rarität, da er erst der 2. bekannte Asteroid war, der die Erde umkreiste. Der Asteroid mit dem Namen 2020 CD3 war vorübergehend unser Minimond. Er blieb aber nicht lange bei uns, sondern schwenkte auf eine zufällige Bahn und trieb langsam davon. Solche temporär eingefangenen Objekte sind extrem selten, denn sie müssen eine bestimmte Richtung und Geschwindigkeit haben, um von der Schwerkraft der Erde eingefangen zu werden. Andernfalls stürzen sie auf die Erde oder fliegen in eine andere Richtung. Hast du jemals die dunkle Seite des Mondes gesehen? Ha, erwischt, natürlich nicht. Aber vielleicht ja auf Fotos. Hast du dich in diesem Fall gefragt, warum die beiden Seiten so unterschiedlich aussehen? Ich erzähl's dir. Viele Menschen glauben, der Grund dafür ist der, dass der Mond sich nicht um seine eigene Achse dreht. Aber das ist falsch. Der Mond rotiert tatsächlich. Nur eben in derselben Geschwindigkeit, wie er sich auf seiner Bahn bewegt. In Fachkreisen nennt sich das gebundene Rotation. Erstmals haben wir die von uns abgewandte Mondseite 1959 sehen dürfen. Alles dank der Sowjet-Luna-Missionen und später der US-Apollo-Programme. Als Luna 3 und andere Raumfahrzeuge die ersten Bilder der dunklen Seite des Mondes übermittelt haben, offenbarte sich eine kraterübersäte Hemisphäre, die eher wie Merkur oder Jupiters Mond Callisto aussah. Diese Mondseite hat völlig anders ausgesehen als alles, was wir gewohnt waren. Und so mussten wir feststellen, wie langweilig die andere Seite des Mondes ist. Na wirklich, schau mal. Die uns zugewandte Seite kann mit ihrer dünneren und glatteren Mondkruste prahlen. Diese wunderschönen dunklen Kleckse heißen Lunarmare, also Mondmeere, die letzten Relikte der früheren Lavaausbrüche. Und wenn ich früher sage, meine ich das auch so. Die sind mehr als 3 Milliarden Jahre alt. Währenddessen ist die andere Seite dickkrustiger und kraterreicher. Die Lavaflüsse damals hatten fast keine Auswirkung auf die Einschlagskrater. Außerdem gibt es dort kaum nennenswerte Mare. Da sieht's höchstens aus wie trockener weißer Käse.
Also bist du nicht auch der Meinung, dass die nähere Seite viel schöner aussieht? Schreib mal in die Kommentare. Vor 50 Jahren erst haben wir also Unterschiede der Mondseiten ausmachen können. Doch dann fand die Forschung etwas Seltsames heraus. Die beiden Seiten unterscheiden sich sogar in der geochemischen Zusammensetzung. Und nicht nur das. Unsere Seite ist um mehrere Kilometer dünner als die uns abgewandte. Aber woher stammen diese gewaltigen Unterschiede? Letztendlich ist das doch nur ein gewöhnlicher schwebender Ball aus Stein. Für die Wissenschaft war das ein Mysterium. Eine Menge Theorien tauchten auf. Die geschmolzener Mond-Theorie hat sich bis auf Weiteres durchgesetzt. Demnach sei unsere Erde schuld am Erscheinungsbild unseres Mondes. Das soll vor mehreren Milliarden Jahren passiert sein, als der Mond wegen einer Kollision entstanden ist. Eines Tages stürzte ein Objekt so groß wie der Mars auf die Erde. Dabei brach ein Stück davon ab und wurde kurzerhand zum Mond. Tja, dieses Stück war mal 15 Mal näher an der Erde, als es jetzt ist. Einige Kunstschaffende haben sogar Bilder von diesem frühen Mond gemalt. Im Gegensatz zu unserem süßen weißen Ball wird der frühe Mond als seltsamer, kochender roter Ball dargestellt. Dieses Stück Gestein hat uns nach der Trennung nie wirklich verlassen. Seither rotiert es gebunden an unsere Erde. Die Erde hingegen war nach der Kollision immer noch eine weißglühende Hölle voller Feuer und Lava. Dort haben Temperaturen von 2480 Grad geherrscht. Und da sich seitdem die eine Seite des Mondes nie von der Erde abgewandt hat, ist sie langsam aber sicher geschmolzen. Das würde zumindest den etwas dünneren Mondmantel auf der uns zugewandten Seite erklären. Während die Erde vor sich hingekocht hat, sind auch bestimmte Elemente verdampft, die sich dann an den Mond geklammert haben. Das wiederum würde den Unterschied in der geochemischen Zusammensetzung der beiden Mondseiten erklären. Doch in dieser Theorie gibt es eine Wendung. Wenn das wirklich so passiert ist, wo kamen dann die fremden chemischen Elemente her? Damit sind zum Beispiel Phosphor, Kalium oder Wolfram-Isotope gemeint. Die helle Seite des Mondes ist voll davon. Und diese Elemente kommen garantiert nicht von der Erde. Es gab aber auch andere Theorien. Eine behauptet, es habe anfangs zwei klitzekleine Monde gegeben, die später zu einem verschmolzen sind. Deshalb die Unterschiede in der Zusammensetzung. Doch diese Theorie klingt ein bisschen wirr und sie ist auch etwas brüchig. Der Übergang zwischen den beiden Seiten ist nämlich zu weich. Bestünde unser Mond tatsächlich aus zwei Monden, wäre der Übergang nicht so abrupt. Diese Theorie hat sich also schnell in Luft aufgelöst oder im Weltall. Doch kürzlich fand man heraus, was wirklich mit dem Mond passiert ist. Das haben wir NASAs Grail-Sonden zu verdanken. Die haben ein ganzes Jahr damit verbracht, um den Mond zu kreisen, ihn zu kartieren und seine Zusammensetzung zu studieren. Mit diesen Daten konnten die Forscher etwa 360 Computersimulationen erstellen. Sie enthielten unzählige Einschlagsobjekte verschiedener Größe und Geschwindigkeit. Die Ergebnisse der Studie wurden mit unserem jetzigen Mond verglichen. Dabei versuchte man herauszufinden, welches Szenario seinem Erscheinungsbild am meisten ähnelte. Und so wurde das 50 Jahre alte Mysterium endlich gelöst. Die Antwort: eine Kollision mit einem Zwergplaneten vor 4,3 Milliarden Jahren. Dieses Objekt war leicht größer als Ceres. Achso, Ceres ist einer von den Zwergplaneten unseres Sonnensystems. Sein Durchmesser liegt bei 933 Kilometern. Darin könnte also ein Deutschland oder ein Frankreich Platz finden. Dieses riesige Ding ist also in den Mond gekracht, irgendwo nahe des Südpols. Die Kollision war so stark, dass sie das Erscheinungsbild des Mondes für immer veränderte. Der Einschlag hinterließ eine Spur von über 5600 Kilometern. Mit dem Flugzeug bräuchtest du 14 Stunden, um diese Distanz zu fliegen. Dieser Krater hatte die gesamte nähere Seite des Mondes verdeckt und den Mantel des Mondes nachhaltig zerstört. Dabei entstand ein Südpol-Aitken-Becken, ein Einschlagskrater mit einem Durchmesser von über 2500 Kilometern. Jetzt wären wir übrigens bei einem Großbritannien plus einem Deutschland. Aber mal im Ernst, die Bildung dieses Beckens hat den Mond historisch geprägt. Darüber hinaus ist das Becken der zweitgrößte Einschlagskrater im Sonnensystem. Die Kollision hat nebenbei auch noch eine heiße Welle ausgelöst, die über den Mond zog und die Überreste dieser seltenen warmen Minerale unter sich begrub, auf die die Wissenschaftler getroffen sind. Und so entstand das Procellarum Creep Terrain,
Tod PKT. Das ist praktisch eine Anomalie in der Zusammensetzung mit einer Konzentration von Kalium, Phosphor und anderen Elementen wie Thorium. Wir können diese Minerale als Geschenk des Weltalls betrachten. Wie auch immer, es gab viele, und ich meine echt viele, Zusammenstöße in der Geschichte des Mondes. Und allesamt haben den Krater nur noch weiter ausgehöhlt. Deshalb wurde der Mantel auf der uns zugewandten Seite Jahr für Jahr immer dünner und dünner. Unsere Mineralgeschenke haben zusätzlich noch eine Menge Hitze abgegeben. Der Mantel ist also weiter geschmolzen und weiter geschmolzen, bis, ups, die Vulkane auf dem Mond wieder aktiv wurden. Enorme Lavaströme füllten die alten, leeren Krater auf der hellen Mondseite. Tada! So wurden die wundervollen Mondmare geboren. Und so ist das alles ungefähr gelaufen. All diese Informationen wurden durch die Forscher der Brown-Purdue Stanford Universities und NASAs JPL bereitgestellt. Die Ergebnisse wurden im Journal of Geophysical Research Planets veröffentlicht, falls du mehr darüber lesen willst. Doch es gibt noch so einige Dinge, die wir über den Mond erfahren müssen. Höchste Priorität hat gerade die Mission, die vom Südpol Aitkenbecken zurückkehrt. Die entnommenen Proben werden das Alter des Mondes, seine gesamte Geschichte und die Beschaffenheit der Mondkruste und seines Mantels noch präziser definieren können. Auch interessant, das Mare Moscoviense. So heißt ein riesiges Lavabecken auf der dunklen Seite des Mondes. Seine Analyse wird uns mehr über die Unterschiede der beiden Mondseiten verraten. Wir werden herausfinden, wie sich die andere Seite ausgebildet hat. All dieses Wissen ist bedeutend, um die Geschichte des Mondes zu verstehen, aber auch einfach ganz praktisch für die weitere Erkundung im All. Die Wissenschaft nutzt den Mond als Referenzpunkt, um das Alter anderer Planeten und ganzer Welten dort draußen zu bestimmen. Er hilft uns, das gesamte Leben im Sonnensystem chronologisch einzuordnen. Hoffen wir also auf neue, aufregende Forschungsergebnisse und Entdeckungen. Eilmeldung! Merkur wird kleiner! Früher dachten wir, dass unser Planet der einzige im Sonnensystem ist, der tektonische Aktivitäten hat. Bei diesen Aktivitäten setzt der Planet Wärme frei, weil sich die Platten unter der Kruste bewegen, was die Oberfläche verändert und den Planeten letztendlich schrumpfen lässt. Das passiert übrigens auch auf Merkur. 2016 hat eine Forschergruppe Bilder von Merkur gemacht. Und auf diesen Bildern waren Landformationen zu sehen, die an Klippen erinnern. Sie werden Verwerfungsrillen genannt. Da sie relativ klein sind, geht das Team davon aus, dass sie sich vor nicht allzu langer Zeit gebildet haben. Das bedeutet, dass sich Merkur auch 4,5 Milliarden Jahre nach der Entstehung des Sonnensystems immer noch zusammenzieht. Merkur hat einen festen inneren Kern und einen äußeren Kern aus flüssigem Metall, der sich noch abkühlt. Fakt ist, dass sich alle Gesteinsplaneten immer noch abkühlen. Wenn der flüssige Bereich des Planetenkerns immer fester wird, zieht sich der Planet zusammen und wird kleiner. Wie kommt es eigentlich, dass wir keine Planeten wie Sterne funkeln sehen? Wenn du im Weltraum wärst, würdest du die Sterne gar nicht blinken sehen, aber von der Erde aus siehst du sie leuchten, und zwar wegen unserer Atmosphäre. Die schützende Luftschicht bricht das Licht der Sterne und streut es in einem Zickzackmuster. Und wir sehen das Funkeln. Planeten erscheinen viel größer als punktförmig. Ihr Licht bewegt sich auch im Zickzack, nachdem es auf die Erdatmosphäre getroffen ist. Aber diese Bewegungen heben sich gegenseitig auf, weshalb wir ein gleichmäßiges Leuchten sehen. Nehmen wir an, du würdest einen Bleiblock auf die Venus bringen. Er würde schmelzen wie ein Eisblock auf der Erde. Interessant, oder? Die Oberflächentemperatur auf der Venus steigt nämlich auf bis zu 482 Grad Celsius. Also, wenn wir ein Raumschiff für längere Zeit auf die Venus schicken würden, wäre es dem Untergang geweiht. Aber ein Raumschiff landete 1982 auf der Venus und konnte dort nur 2 Stunden bleiben. Trotzdem gelang es dem Team, die ersten Farbbilder der Venus zu machen und den Boden des Planeten zu analysieren. Planeten kollidieren mit Asteroiden, Kometen, Planeten und anderen Himmelskörpern, die sich durchs All bewegen. Du hast sicher schon gehört, dass auch Galaxien zusammenstoßen können. Die Milchstraße, unsere Galaxie, ist etwa 2,5 Millionen Lichtjahre von Andromeda, unserer Nachbargalaxie, entfernt. Beide kommen sich aber immer näher. Sie rasen mit einer Geschwindigkeit von 402.000 Stundenkilometern aufeinander zu. Es ist also unvermeidlich, eines Tages werden sie zusammenstoßen und alles wird sich ändern. 2 Galaxien werden zu einer neuen, einzigartigen Galaxie verschmelzen. Und einige Planeten und Sterne werden das nicht überleben.
Aber Berechnungen zufolge wird das erst in 4 Milliarden Jahren passieren. Wir haben also noch genug Zeit, um, naja, fast alles zu tun, was wir wollen. Vor allem sollten wir die Erde retten. Die Kombination aus der Anziehungskraft unseres Planeten und der des Mondes führt zu Veränderungen der Meeresgezeiten. Wenn du aus einem Flugzeug springst, fliegst du nicht weg, sondern wirst von der unsichtbaren Kraft, die alles zusammenzieht, Richtung Land gezogen. Und wie nennt man diese Kraft? Richtig, sie heißt Gravitation. Der Mond hat zwar eine 80-mal geringere Masse als die Erde, aber er hat trotzdem eine beeindruckende Anziehungskraft. Während sich unser Planet dreht, beeinflusst die Anziehungskraft des Mondes den nächstgelegenen Teil der Erde. Und diese wirkt auf den gesamten Planeten, also nicht nur auf das Wasser. Aber weil Landmasse viel dichter ist als Wasser, sehen wir die Auswirkungen der Mondgravitation nur beim Wasser. Damit meine ich die Gezeiten. Auf der gegenüberliegenden Seite unseres Planeten, die am weitesten vom Mond entfernt ist und wo die Schwerkraft des Mondes am schwächsten ist, ist die Flut am höchsten, weil der Mond den Rest der Erde zu sich zieht. Was glaubst du, wie der Weltraum riecht? Du sagst, man kann nichts riechen, weil unsere Nase im Vakuum nichts riechen kann? Stimmt. Aber Astronauten, die an Bord der ISS arbeiten, haben berichtet, dass sie nach dem Öffnen der Luftschleuse einen metallischen Geruch auf ihren Raumanzügen wahrgenommen haben. Sie verglichen ihn mit dem Geruch von Dämpfen, die beim Schweißen entstehen. Auch andere Objekte im Weltraum haben einen besonderen Geruch. In der Atmosphäre des Uranus gibt es zum Beispiel viel Schwefelwasserstoff, was wie faule Eier riecht. Venus und Mars riechen wohl ähnlich. Die Atmosphäre auf Merkur ist ziemlich dünn, was bedeutet, dass sie nicht besonders stark riechen kann. Auf Jupiter hängt es davon ab, wo du dich in der Atmosphäre befindest. An manchen Stellen ist der Ammoniakgehalt so hoch, dass es wie ätzende Reinigungsmittel riecht. Andere Teile riechen eher wie Eier und der Rest riecht wie Bittermandeln. Und all das willst du nicht riechen, glaub mir. Wenn du hier auf unserem Planeten versuchst, 2 Metallteile zu verschmelzen, brauchst du Hitze, damit das Metall seinen Schmelzpunkt erreicht. Im Weltraum ist das viel einfacher. Du brauchst weder Hitze noch irgendetwas anderes, um 2 Metallteile für immer zusammenzubringen. Vielleicht hast du ja schon vom Kaltschweißen gehört. Das passiert, wenn Metallteile übereinander gleiten. Sie haben zwar schützende Oxidschichten, die aber nur auf der Erde das Verschmelzen verhindern, denn im Weltraum gibt es diesen Schutz nicht. Also fließen die Elektronen von einem Metallstück einfach in das andere über und sie werden eins. Überall auf der Erde kann man Gestein aus dem Weltraum finden. 1996 gab es einen spektakulären Fund in der Sahara-Wüste. Ein Geologe fand ein Gestein, das nach der Untersuchung seiner Zusammensetzung in der Wissenschaft für Staunen sorgte. So etwas hatte man noch nie gesehen, auch nicht auf anderen Planeten oder bei anderen Meteoriten. Eine Theorie geht davon aus, dass dieser Stein älter sein könnte als unser Sonnensystem. Gestützt wird diese Theorie von der Zusammensetzung des Gesteins. Er besteht aus verschiedenen Elementen, die für den frühen Sonnennebel charakteristisch sind. Pluto wurde vom Planeten zum Zwergplaneten herabgestuft, unter anderem wegen eines anderen Zwergplaneten namens Eris. Eris wurde 2005 entdeckt. Und weil er eine ähnliche Größe wie Pluto hat, war man in der Astronomie besorgt, dass die Zahl der Himmelskörper, die die Sonne umkreisen und darauf warten, entdeckt zu werden, den Status offizieller Planet beeinträchtigen könnte. Nach der Entdeckung von Eris wurden daher neue Standards für Himmelskörper festgelegt, um als Planet zu gelten. Rund um die Sonne kreisend, eine Umlaufbahn ohne kleinere Objekte, das sind nur 3 der Kriterien für einen Himmelskörper, der als Planet eingestuft wird. Und du musst beim PISA-Test gut abschneiden. Schätzungen zufolge gibt es mehr als 20.000 Teile Weltraumschrott. Das ist Schrott, den Menschen verursacht haben und der jetzt um unseren Planeten kreist. Und das sind nur die Teile, die größer als ein Softball sind. In der astronomischen Forschung werden Teile beobachtet, die noch viel größer sind und davon gibt es etwa 500.000. Und dann gibt es natürlich noch die Millionen kleinen Teile, die teilweise so klein sind, dass wir sie kaum aufspüren können. Im Weltraum bewegt sich Schrott mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, manchmal schneller als 28.000 Stundenkilometer. Das bedeutet, dass selbst kleine Objekte wie ein Farbsplitter ein Raumschiff durchschlagen könnten. Daher muss die internationale Raumstation auch hin und wieder manövrieren, um Weltraumschrott auszuweichen. Und es gibt noch ein weiteres potenzielles Problem, das Kessler-Syndrom genannt wird. Da sich so viel Schrott in der niedrigen Umlaufbahn unseres Planeten befindet, stößt es natürlich auch zusammen, wodurch weitere Trümmer entstehen. Wie eine Art Domino-Effekt.
Aber es gibt wohl eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Und zwar mit Netzen, die die Objekte in unsere Atmosphäre zusammenschieben, damit wir wenigstens einen Teil unseres Weltraummülls aufsammeln können. Neptun hat einen ziemlich interessanten Mond namens Triton. Man könnte ihn mit Pluto verwechseln, aber nur wegen seiner ähnlichen Zusammensetzung. Er befindet sich übrigens auch in einer retrograden Umlaufbahn. Triton gehört wohl zu den eisigsten Objekten aus dem Kuipergürtel. Die Anziehungskraft des Neptun hat ihn wahrscheinlich irgendwann eingefangen und ihn zu seinem Mond gemacht. Triton umkreist also Neptun, aber in die entgegengesetzte Rotationsrichtung als Neptun. Eines der wohl coolsten Merkmale von Triton sind seine ausbrechenden Geysire. Auf zwei der Saturnmonde gibt es Wasser. Auf dem ersten, Enceladus, gibt es einen Ozean, der aus Salzwasser besteht. Und wegen einiger komplexer organischer Moleküle könnte man vermuten, dass es dort eine Form von Leben gibt. Aber das ist nur eine Theorie, die noch niemand bestätigen konnte. Auch auf Titan, dem anderen Saturnmond, hat man Anzeichen von Leben entdeckt. Jeder Ort im Weltraum, an dem es sowohl kohlenstoffhaltige Chemikalien als auch Wasser gibt, ist eine potenzielle Heimat für eine Lebensform. Weißt du, welcher der kälteste Planet in unserem Sonnensystem ist? Dein erster Gedanke ist wahrscheinlich Neptun, denn er ist der am weitesten von der Sonne entfernte Planet. Aber eigentlich ist es der Uranus. Er ist 20 Mal weiter von der Sonne entfernt als wir. Die durchschnittliche Temperatur an seinen oberen Wolken, dort messen wir die Oberflächentemperatur der Gasriesen, weil sie ja keine feste Oberfläche haben, beträgt minus 193 Grad Celsius. Genug, um dir Gefrierbrand zu verpassen. Planeten, die so weit von der Sonne entfernt sind, bekommen nicht viel Wärme ab, aber sie beziehen einen Teil der Wärme aus ihrem Kern. Der Erdkern ist also heißer als die Oberfläche. Aber das ist natürlich nicht genug. Neptun und Uranus sind also beide kalt. Aber Neptun hat Methan in seiner Atmosphäre. Auf der Erde ist Methan ein Treibhausgas, das die Wärme speichert wie die dicke Daunenjacke, die dich im Winter warm hält. Uranus hat weniger Methan in seiner Atmosphäre, deshalb ist er etwas kälter als Neptun, obwohl er viel weiter entfernt ist. Apropos Uranus, wusstest du, dass eine Jahreszeit dort einen ziemlich langen Tag dauert? Ja, dieser eine Tag entspricht 42 Jahren. Der Planet dreht sich in 17 Stunden einmal um die eigene Achse. Aber seine Neigung ist so ausgeprägt, dass der eine oder andere Pol meist zur Sonne ausgerichtet ist. Das bedeutet, dass ein Tag am Nordpol 42 Erdjahre dauert, also die Hälfte eines Uranusjahres. Wenn du also zum Uranus reisen und dich auf seinen Nordpol stellen könntest, würdest du den Sonnenaufgang am Himmel sehen. Du würdest ihn den ganzen Sommer lang umkreisen und dann stünden dir 42 Jahre Dunkelheit und Winter bevor. Nein, danke, ich bleib hier, auch wenn ich in Hamburg lebe. Wenn du nach oben schaust, sieht er rund aus, aber der Mond ist eher oval, wie eine Zitrone geformt. Diese Form, abgeflacht mit Ausbeulungen an den Seiten, entwickelte sich vor Milliarden Jahren, als extrem heiße Gezeitenkräfte die Kruste formten. Die Schwerkraft unseres Planeten verstärkte diese Zitronenform mit der Zeit noch. Als die Mondmission vorbereitet wurde, machten sich einige Wissenschaftler wegen der dicken Staubschicht auf dem Mond Sorgen. Sie befürchteten, der Staub wäre weich und dick genug, um das Mondlandefahrzeug zu verschlucken. Doch obwohl die Oberfläche sehr staubig ist, ist die Schicht zu dünn, um Probleme zu verursachen. Unser Mond ist sicher nicht der größte im Sonnensystem. Dieser Titel gebührt Ganymed, einem der 79 Monde um Jupiter. Aber unser Mond ist in Relation zu seinem Planeten der größte. Er hat einen Durchmesser von 3.475 Kilometern. Das entspricht etwa einem Viertel der Erde. Pluto hat sogar ein noch engeres Mond-zu-Planet-Verhältnis. Sein größter Mond, Charon, ist fast so groß wie Pluto selbst. Dadurch sehen sie wie ein Doppelzwerg-Planetensystem aus. Wie lange würde es dauern, einmal um den Mond zu laufen? Als die Apollo-Astronauten dort waren, erreichten sie eine Laufgeschwindigkeit von etwa 2 km/h. Im Schnitt läufst du auf der Erde doppelt so schnell. Die geringe Schwerkraft auf dem Mond bietet einfach weniger Bodenhaftung. Doch diese speziellen Raumanzüge wurden ja auch nicht für lange Wanderungen konzipiert. Theoretisch könntest du auch 5 km/h erreichen, ehe du in einen Jog fallen würdest. Wenn du mit dieser Geschwindigkeit die 10.900 Kilometer wanderst, brauchst du 91 Tage, um den Mond einmal zu umrunden.
Warum verändert der Mond sein Aussehen? Jeden Monat durchläuft er mehrere Phasen, beginnend mit dem Neumond bis hin zum Vollmond, um dann dieselbe Entwicklung rückwärts zu vollziehen. Das Sonnenlicht erhält stets eine Hälfte des Mondes. Auch er hat daher eine Tag- und eine Nachtseite, wie hier auf der Erde. Die Form, die wir sehen, ist von seiner Position zur Sonne abhängig. Steht er direkt zwischen uns und der Sonne, trifft das Sonnenlicht nur auf die uns abgewandte Seite. Wir haben Neumond. Er ist komplett dunkel. Steht er allerdings genau gegenüber auf der anderen Seite der Erde, sieht er uns mit seiner Tagseite an. Dann sehen wir den Vollmond. Nach der ersten Phase, dem Neumond, sehen wir ein klein wenig seiner Oberfläche, während er um die Erde kreist. Der Mond nimmt zu. In dieser Phase wird er zunächst eine Sichel. Das erste Mondviertel ist erreicht, wenn er halb voll ist. Dann haben wir den Dreiviertelmond. Er ist größer als halb, aber noch nicht voll. Und schließlich erreicht er die Vollmondphase. Anschließend nimmt er durch dieselben Phasen, nur in umgekehrter Reihenfolge, wieder ab. Oben auf dem Mond kann man immer noch Fußspuren finden. Dabei war seit 1972 niemand mehr dort. Die Spuren werden vermutlich noch viele Jahre erhalten bleiben, da es keinerlei geologische Aktivität wie Erdbeben oder Vulkanausbrüche auf dem Mond gibt. Es gibt weder Wind noch Regen oder andere Dinge, die Spuren beseitigen könnten. Und wie kommen wir zum Mond? Vermutlich fällt dir als erstes eine Rakete ein. Aber ein Mondaufzug könnte eine viel bessere Lösung sein, da die Reise mit einer Rakete nicht nur kompliziert und kostspielig, sondern eben auch gefährlich ist. Aber warum sollten wir überhaupt dorthin wollen? Dort gibt es nicht nur Krater und einen fantastischen Blick auf unseren Heimatplaneten oder andere einzigartige Dinge, die der Mond zu bieten hat. Er steckt außerdem voller wertvoller Ressourcen wie eine seltene Heliumform, die wir in Kernkraftwerken einsetzen könnten. Wir könnten auch seine Elemente abbauen, die wir für Handys und andere Geräte gebrauchen könnten. Für einen Mondaufzug müssten wir ein 400.000 Kilometer langes Kabel verlegen und auf der Mondoberfläche verankern. Wir könnten es nicht direkt an unserem Planeten befestigen, da Erde und Mond sich ausschließlich bewegen, aber es könnte weit oben in unserem Orbit enden. Dann könnten solarbetriebene, automatisierte Shuttle am Kabel entlang gleiten und wir hätten eine Art Förderband für seltene und wertvolle Bodenschätze. Das Kabel wäre so dünn wie ein Bleistift und würde 40 Tonnen wiegen. Das Vorhaben klingt verdammt teuer, aber schon 53 Fahrten könnten die Kosten wieder einspielen. Der Mond ist immer in Bewegung. Er rotiert um sich selbst und umkreist die Erde. Der Mond braucht genauso lange für einen Umlauf um die Erde, wie die Erde für eine Drehung um die eigene Achse. Unser Planet rotiert dabei in 24 Stunden um sich selbst und in 365 Tagen um die Sonne. Der Mond ist also mit seiner Rotation an die Erde gebunden und wir sehen deshalb immer dieselbe Seite des Mondes. Einer Theorie zufolge entstand unser Mond, als ein großes Objekt in der Größe des Mars auf die Erde traf. Sie kollidierten vor 4,5 Milliarden Jahren, als unser Sonnensystem noch recht jung und chaotisch war. Wenn diese Theorie stimmt, besteht der Mond zu ca. 60% aus leichteren Elementen, wie wir sie auch in der äußeren Schicht unseres Planeten finden. Dank eines glücklichen Zufalls gibt es auf der Erde totale Sonnenfinsternisse. Der Mond hat die perfekte Größe und Entfernung zur Sonne, um von uns aus betrachtet etwa gleich groß wie die Sonne auszusehen. Wenn der Mond genau zwischen Sonne und Erde steht, verdeckt er die Sonne perfekt. Dann sehen wir nur noch einen beeindruckenden Strahlenkranz an seinem Rand. Wäre er weiter von uns entfernt oder kleiner, würde eine Sonnenfinsternis nur wie ein Schmutzfleck auf der Sonne aussehen. Unser Mond enthält Wasser, das sozusagen herumhüpft. Es gibt dort Wasser, das in Eis gebunden ist. Einige Wassermoleküle bewegen sich auch auf der Mondoberfläche, wenn er sich über den Tag erwärmt und abkühlt. Das Wasser bleibt bis Mittag, wenn die Sonne genau im Zenit steht, auf der Oberfläche hängen. Dann schmilzt ein Teil des Wassers, erwärmt sich und erhebt sich in die hauchzarte Mondatmosphäre. Diese Atmosphäre enthält ein paar ungewöhnliche Gase wie Kalium und Natrium. Venus, Mars und Erde haben diese Elemente nicht in der Atmosphäre. Das Wasser bleibt dort, schwebt eine Weile und senkt sich dann wieder ab, wenn es eine kühlere Region erreicht.
Am Südpol gibt es eine spezifische Anomalie unter der Mondoberfläche, einen riesigen und extrem dichten Klumpen Metall. Vermutlich beeinflusst er das Gravitationsfeld des Mondes. Niemand weiß, wie ein so großer Brocken Metall unter der Mondoberfläche landen konnte. Er könnte vielleicht ein Überrest des Eisen-Nickel-Asteroiden sein, der vor 4 Milliarden Jahren auf die Rückseite des Mondes gefallen ist und den gigantischen Südpol-Aitken-Krater gebildet hat. Der Erdtrabant schrumpft, sein Inneres kühlt sich ab. Dadurch wird der Mond um 45 cm schlanker. Das ist wie bei einer schrumpelnden Weintraube. Nur dass die Weintraube eine flexible Haut hat, während die Kruste des Mondes brüchig ist. Darum bricht der Mond beim Schrumpfen auf und es entstehen Auffaltungen. Ein Teil der Kruste schiebt sich über einen anderen Teil. Das passiert bereits seit ein paar hundert Millionen Jahren und diese Mondverwerfungen sind immer noch aktiv. Vermutlich verursachen sie Mondbeben, da der Mond konstant schrumpft und sich abkühlt. Einige dieser Beben erreichen vielleicht sogar Stärke 5 auf der Richterskala. Während ihrer Umrundung des Mondes schossen die Astronauten ein Bild von Ina, einer recht ungewöhnlichen Vulkanablagerung. Ina ist nicht sehr alt. Sie entstand vielleicht vor 3,5 bis 1 Milliarde Jahren. Vermutlich waren die Vulkane auf dem Mond zur Dinosaurierzeit noch aktiv, wenn sie doch nur schon Teleskope gehabt hätten. Der Anblick der austretenden Lava auf der Mondoberfläche wäre sicher atemberaubend gewesen. Der Mond hat seine eigene Zeitzone. Sie heißt lunare Standardzeit. Sie korrespondiert nicht mit der Zeit auf unserem Planeten. Ein Jahr auf dem Mond dauert 12 Mondtage. Ein Tag ist etwa so lang wie ein Monat auf der Erde. Die Tage tragen die Namen der Astronauten, die auf dem Mond unterwegs waren. Die Tage sind in 30 Zyklen unterteilt. Und die Zyklen untergliedern sich in Stunden, Minuten und Sekunden. Der Kalender setzte ein, als Neil Armstrong seinen Fuß auf den Mond setzte, also am 21. Juli 1969. Stell dir vor, du steigst aus deinem Raumschiff und betrittst den Mond. Der Boden unter deinen Füßen ist mit einem feinen Material bedeckt. Es sieht aus wie Puder, aber das ist Mondstaub. Du schaust dich um und nimmst einen tiefen Atemzug. Die Luft hier riecht ganz anders als auf der Erde, aber trotzdem gut. Leider ist das ein unwahrscheinliches Szenario. Warum? Weil der Mond fast keine Atmosphäre hat. Der natürliche Satellit der Erde ist zu klein dafür. Seine Masse entspricht nicht mal ganz 2% der Masse unseres Planeten, weshalb er auch kein Magnetfeld hat, das stark genug wäre, um eine Atmosphäre zu halten. Aber selbst wenn der Mond eine Atmosphäre hätte, würden die Sonnenwinde sie sofort wegfegen. Aber wärst du als Zeitreisender unterwegs und hättest den Mond vor 3 oder 4 Milliarden Jahren besucht, dann hättest du ein anderes Bild zu sehen bekommen. Man geht davon aus, dass der Mond damals eine Atmosphäre hatte. Sie soll sich gebildet haben, als starke Vulkanausbrüche den Trabanten erschütterten. Dabei sollen Gase ausgetreten sein, die sich auf der gesamten Mondoberfläche verteilt hatten. Das soll wohl so schnell gegangen sein, dass quasi keine Zeit blieb, um ins All zu entweichen. Zu dieser Zeit war die Mondoberfläche mit Becken bedeckt, die mit vulkanischem Basalt gefüllt waren. Stell dir das mal vor, riesige Magmaströme, die hoch in die Luft schießen, zum Boden fallen und Lavaströme bilden. So entstanden jedenfalls die Basaltbecken auf der Mondoberfläche. Als Forschungsgruppen auf der Erde Proben vom Mond in die Hände bekamen, fanden sie heraus, dass diese Lavaströme nicht nur Kohlenmonoxid und Schwefel enthielten, sondern auch die Bausteine von Wasser. Dank dieser Proben gelang es der Forschung, die Menge an Gas zu berechnen, die aufstieg und die Atmosphäre bildete. Sie war vor etwa 3,5 Milliarden Jahren am dicksten und existierte etwa 70 Millionen Jahre. Und danach, puff, verschwand die Atmosphäre im Weltraum. Aber weißt du, was das Coolste war? Als der Mond noch eine Atmosphäre hatte, war der Satellit 3 bis 10 Mal näher an unserem Planeten dran. Eine Computersimulation ergab, dass der Mond damals wahrscheinlich bis zu 19 Mal näher an uns dran war als heute. Die Entfernung zwischen ihm und unserem Planeten könnte damals also nur 30.000 Kilometer betragen haben. Heute ist er etwa 390.000 Kilometer von uns entfernt.
Der Mond sah damals also viel, viel größer aus. Leider gab es damals noch nicht mal Dinosaurier, die diesen Anblick bewundern konnten, und ich war noch Quark im Schaufenster. Neueste Studien bestätigen, dass unser Mond eine Atmosphäre hat. Sie besteht hauptsächlich aus Wasserstoff, Neon und Argon und enthält einige sehr ungewöhnliche Gase wie Kalium und Natrium. Diese kommen zum Beispiel nicht in der Atmosphäre des Mars, der Venus oder der Erde vor. Bedauerlicherweise ist solch eine Atmosphäre für uns sauerstoffabhängige Lebewesen nicht geeignet. Aber weißt du was? Auf dem Mond gibt es auch eine Menge Sauerstoff. Ja, ich weiß, das klingt verwirrend. Dieser Sauerstoff kommt aber nicht als Gas vor. Nein, er ist in der Gesteins- und Staubschicht eingeschlossen, die die Oberfläche des Mondes bedeckt. Diese Schicht wird Regolith genannt und enthält bis zu 45% Sauerstoff. Heißt das also, dass wir auf dem Mond leben könnten, wenn wir herausfinden würden, wie man diesen Sauerstoff gewinnt? Naja, nicht so schnell. Du musst wissen, dass der Sauerstoff in diesen Gesteinen sehr fest mit den Mineralien verbunden ist. Und um diese Bestandteile aufzubrechen, bräuchten wir sehr viel Energie und auch eine spezielle Ausrüstung. Aber wenn es den Menschen gelingen würde, diesen Prozess in Gang zu setzen, würde der Mond uns eine Menge Sauerstoff liefern. Du kennst sicher die Theorie, die besagt, dass der Mond durch eine Kollision zwischen Erde und einem anderen Planeten entstanden ist, stimmt? Dieser Planet muss aber kleiner gewesen sein, etwa so groß wie der Mars. Man geht davon aus, dass das vor etwa 4,5 Milliarden Jahren passiert ist. Eine andere Theorie besagt, dass der Mond früher ein Asteroid oder ein anderes Weltraumobjekt war. Er entstand also irgendwo anders im Sonnensystem. Und als er an der Erde vorbeizog, wurde er von ihrer Schwerkraft eingefangen. Andere wissenschaftliche Köpfe glauben, dass sich die Erde irgendwann in der Vergangenheit so schnell gedreht haben muss, dass ein Teil von ihr abbrach. Dieses Teil begann dann, um unseren Planeten zu kreisen. Eine weniger beeindruckende Theorie besagt, dass der natürliche Erdtrabant einfach zusammen mit der Erde während ihrer Entstehung geboren wurde. Heute ist der Mond der fünftgrößte natürliche Satellit in unserem Sonnensystem. Er ist auch einer der dichtesten, nach dem Jupitermond Io. Man geht davon aus, dass der Mond einen winzigen Kern hat, nicht größer als 2% seiner Masse. Er ist etwa 680 Kilometer breit und besteht hauptsächlich aus Eisen und Schwefel. Die Oberfläche des Mondes ist dunkel und das, obwohl der natürliche Satellit der Erde das hellste Objekt am Nachthimmel ist. Aber in Wirklichkeit lässt ihn sein Reflexionsgrad so hell erscheinen, auch wenn seiner nur ein bisschen höher ist als der von Asphalt. Du hast bestimmt schon ein Video von uns gesehen, in dem es darum ging, dass der Mond zusammen mit der Sonne die Gezeiten unserer Weltmeere verursacht. Die Anziehungskraft des Satelliten erzeugt etwas, das man Gezeitenkraft nennt. Sie führt dazu, dass sich das Wasser an den Seiten, die dem Mond am nächsten und am weitesten entfernt sind, ausbeult. Wir kennen das als Ebbe und Flut. Was aber nicht so viele Leute wissen, ist, dass der Mond auch Felsen heben und fallen lassen kann, also genau wie beim Wasser. Natürlich sieht dieser Effekt nicht so dramatisch aus wie die Gezeiten der Ozeane. Aber er ist trotzdem spürbar, wenn auch nur minimal. Die feste Oberfläche der Erde bewegt sich bei jeder Flut um etwa einen Zentimeter. Der Mond verursacht aber nicht nur die Gezeiten auf unserem Planeten, er verlangsamt auch seine Rotation. Dieses Phänomen wird Gezeitenbremse genannt und erhöht die Länge eines Tages auf der Erde um etwas mehr als 2 Millisekunden pro 100 Jahre. Wusstest du auch, dass sich der Mond von der Erde entfernt? Etwa mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der deine Fingernägel wachsen. Das sind etwa 1,5 Zentimeter pro Jahr. Du solltest sie aber schneiden, nicht abknabbern. Wenn er eines Tages ins All verschwindet, wird unser Planet harte Zeiten durchleben. Ohne die stabilisierende Anziehungskraft des Mondes würde sich die Neigung der Erde drastisch verändern, und zwar von gar keiner Neigung, das heißt keine Jahreszeiten, bis hin zu einer starken Neigung, was zu extremen Wetterbedingungen führt. Weil der Mond keine Atmosphäre hat, schützt ihn nichts vor extremen Temperaturen. Auf der Schattenseite wird es unglaublich kalt, minus 234 Grad. Die Sonnenseite kocht dafür bei einer Temperatur von 121 Grad. Eine andere Sache, vor der sich der Mond ohne Atmosphäre nicht schützen kann, sind Meteoriten. Deshalb ist die Oberfläche des Satelliten auch mit so vielen Kratern übersät. Zum Vergleich, auf unserem Planeten gibt es etwa 190 identifizierte Einschlagskrater.
Viele davon sind von der Vegetation verdeckt oder mit Wasser gefüllt. Auf dem Mond gibt es viel mehr, und zwar mehrere Millionen. Und etwa 5000 sind mehr als 20 Kilometer breit. Übrigens ist der Mond seismisch weniger aktiv als die Erde, weshalb diese Krater und andere uralte Formationen über Jahrhunderte hinweg in perfektem Zustand blieben. Aber auch wenn die Oberfläche des Mondes größtenteils ruht, treten trotzdem Mondbeben auf. Sie beginnen mehrere Kilometer unter der Oberfläche. Eine Theorie besagt, dass sie entstehen, weil der Mond schrumpft, weil sich sein Inneres abkühlt. In der Wissenschaft heißt es, dass der Mond etwa 45 Meter kleiner geworden ist, jedenfalls im Vergleich zu einigen hundert Millionen Jahren früher. Aber wie soll das gehen? Ganz einfach, stell dir vor, eine Weintraube wird zur Rosine. Sie wird faltig und schrumpft. Das gleiche passiert mit dem Mond. Er schrumpft und er bekommt Falten. Aber im Gegensatz zur Weintraube hat der Mond keine flexible Haut. Seine Oberfläche ist hart und spröde. Wenn er also kleiner wird, bekommt seine Kruste Risse und bricht. Krustenteile schieben sich dann über benachbarte Teile. Forschungsgruppen sind sich fast sicher, dass solche Verwerfungen immer noch aktiv sind und wahrscheinlich für die Mondbeben verantwortlich sind. Einige dieser Beben sind so stark, dass sie die Stufe 5 auf der Richterskala erreichen. Wenn du zum Mond aufschaust, siehst du immer dieselbe Seite. Wie die Erde dreht sich auch der Mond um seine Achse. Aber diese Drehung dauert etwa 27 Tage. Genauso lange braucht er, um die Erde zu umkreisen. Dieses Phänomen wird gebundene Rotation genannt. Bevor wir mit der Weltraumforschung begannen, hatte noch kein Mensch die andere Seite des Mondes gesehen. Die Leute wussten nicht, wie die andere Seite aussah. Während seine sichtbare Seite hauptsächlich aus großen Ebenen besteht, die Einschlagbecken bedecken, ist die nicht sichtbare Seite zerklüftet. Die Kruste ist dort auch viel dicker, aber bisher wurden dort kaum Hinweise auf vulkanische Aktivitäten entdeckt. Übrigens ist der Mond gar nicht vollkommen rund oder kugelförmig. Er ist wie ein Ei geformt. Wenn du ihn dir anschaust, zeigt eine seiner runden Spitzen immer auf dich. Ja, direkt auf dich. Deshalb ist der Massenschwerpunkt des Mondes nicht sein geometrischer Mittelpunkt. In Wirklichkeit liegt er fast 2 Kilometer außerhalb dieser Mitte. Ähnlich wie ein schlecht geformter Golfball. Im Universum gibt es unzählige Himmelskörper, Sterne, Planeten, Satelliten, Kometen und Asteroiden. Doch unser nächstgelegener Himmelskörper ist der Mond, der schon lange Gegenstand von Forschung, Theorien und sogar Mythen ist. Als unser natürlicher und permanenter Trabant gehört der Mond zu den 10 größten Satelliten unseres Sonnensystems. Er befindet sich im äußeren Spiralarm der Milchstraße. Andere Planeten unseres Sonnensystems, wie Mars oder Jupiter, haben viel mehr Monde. Saturn ist mit sage und schreibe 82 Monden, wovon 53 einen Namen haben, Spitzenreiter. Willst du alle Namen hören? Okay. Nein? Na gut. Unser Mond hat einen durchschnittlichen Radius von 1737 Kilometern. Er ist nicht der größte Mond im Sonnensystem, aber im Verhältnis zu seinem Planeten ist er der größte. Der Unterschied zwischen Trabanten wie dem Mond und einem Planeten liegt nicht in der Größe, auch wenn man das denken möchte. Der größte Mond in unserem Sonnensystem ist gewaltig. Einige sind sogar größer als manche Planeten. Jupiter hat gleich ein paar solcher Exemplare, wie zum Beispiel den eisigen Ganymed. Er ist der größte Mond im Sonnensystem und sogar größer als Merkur und Pluto. Er könnte sogar über einen unterirdischen Salzwasserozean verfügen, der mehr Volumen fasst als alles Wasser auf der Erdoberfläche zusammen. Der Durchmesser unseres Mondes ist etwas größer als ein Viertel des Erddurchmessers. Allerdings ist seine Masse 80 Mal geringer. Um ein klareres Bild zu zeichnen, stell dir unseren Planeten als hohlen Ballon vor. Du bräuchtest etwa 50 Monde, um ihn zu füllen. Sehen wir uns die Mondgröße aus einer anderen Perspektive an. In welchem Verhältnis steht er zu den USA? Die Vereinigten Staaten von Amerika sind 4500 Kilometer breit. Der Durchmesser des Mondes ist also kleiner. Man kann es sich kaum vorstellen, aber was wäre, wenn unser Mond doppelt so groß wäre? Zunächst einmal würden wir sehr viel mehr Sonnenfinsternisse erleben. Unter den aktuellen Bedingungen können sie bis zu 5-mal pro Jahr auftreten, wobei 5-mal eher eine Ausnahme ist. 5 Sonnenfinsternisse in einem Jahr gab es zuletzt 1935 und wir müssen bis 2206 warten, bis es wieder soweit ist.
Ich fürchte, da werde ich nicht mehr dabei sein. Von hier unten sehen Sonne und Mond etwa gleich groß aus, aber dich wird nicht überraschen, wenn ich dir sage, dass der Stern, den wir umkreisen, monströs ist. Wäre die Sonne hohl, wie viele Monde bräuchte man wohl, um sie zu füllen? Moment, das brauchst du nicht googeln. Man bräuchte 64,3 Millionen Monde. Oder 1,3 Millionen Erden. Naja, das ist riesig. Da wir gerade bei der Sonne sind, ihr Durchmesser beträgt 1.390.000 Kilometer. Die Masse, nun ja, sie ist 330.000 Mal größer als die der Erde. Aber was ist ein Stern überhaupt? Ich bin kein Wissenschaftler, also versuche ich's mal einfach auszudrücken. Ein Stern ist eine Kugel hellglühender, heißer Materie, die von Gravitation zusammengehalten wird. Ein Stern spendet Licht und Wärme, weil er eben verflixt heiß ist. Experten bezeichnen die kleinsten Sterne aufgrund ihrer Farbe und Größe als rote Zwerge. Sie kommen in unserer Galaxie am häufigsten vor. Manche sind so winzig und schummrig, dass wir sie von der Erde aus nicht erkennen können. Das gilt zum Beispiel für den nächstgelegenen Stern Proxima Centauri. Unsere Sonne gilt als mittlerer Stern, da sie eine durchschnittliche Masse, Helligkeit und Lebenserwartung hat. Es gibt aber auch riesige Sterne. Sie sind seltener, aber leicht zu sehen. Du kannst daher davon ausgehen, dass so ziemlich jeder Stern, den du nach Sonnenuntergang sehen kannst, viel größer als die Sonne ist. Aber genug davon, kommen wir zurück zum Star unseres heutigen Videos, unserem einzigen natürlichen Satelliten, dem Mond. Ist das so? Nichts Genaues weiß man. 1997 stolperte eine Gruppe Wissenschaftler über einen Asteroiden von ca. 5 Kilometern Durchmesser, der aussah, als wäre er im Gravitationsfeld der Erde gefangen. Er schien ein Satellit unseres Planeten zu sein. Er bekam den Namen Kuiper. Sein Umlauf um die Erde dauert 770 Jahre. Außerdem scheint es, als würde er noch mindestens 5000 Jahre bei uns bleiben. Der Mond bewegt sich übrigens auch von uns weg. Jedes Jahr verbraucht er einen Teil der Rotationsenergie der Erde und nutzt sie, um sich um etwa 4 cm von uns zu entfernen. Sollten unsere heute verfügbaren Daten korrekt sein, war unser Mond bei seiner Entstehung etwa 22.530 Kilometer von uns entfernt. Heute beträgt die Entfernung rund 385.000 Kilometer. Was passiert also, wenn er sich endgültig davon macht? Tja, keine Lieder mehr wie Moon River, Fly Me to the Moon oder How High is the Moon. Außerdem wird es keinen Tidenhub mehr geben und die Nächte werden dunkler. Die Jahreszeiten werden sich verändern und auch die Länge unserer Tage. Basierend auf aktuellen Berechnungen wird das aber erst in 50 Milliarden Jahren der Fall sein. Also besteht keine Eile, sich mit Taschenlampen einzudecken, es sei denn, du hortest gerne. Und es gibt noch einen Haken. Unsere Sonne wird alle 1 Milliarde Jahre 10% heller. Ich erspare dir die Berechnungen, aber in Summe wird sie uns, weit bevor der Mond uns verlassen könnte, gemeinsam verschlucken. Ach, keine schönen Aussichten. Aber was macht einen Planeten jetzt eigentlich zu einem Planeten und warum ist unser Mond keiner? Ich meine, er ist größer als andere Himmelskörper in unserem Sonnensystem, die technisch gesehen Planeten sind. Ein Planet ist ein Himmelskörper, der drei Dinge tut. Er kreist um einen Stern, nicht um etwas anderes. Er hat genug Masse, um eine runde Form aufgrund seiner eigenen Schwerkraft anzunehmen. Und er hat die Kraft, Staub und Fragmente in seinem Orbit zu halten, während er um die Sonne kreist. Der Mond umkreist schon mal nicht die Sonne. Allerdings umkreist er auch nicht die Erde. Beide kreisen um einen bestimmten Punkt zwischeneinander, den wir als Baryzentrum bezeichnen. Er liegt etwa 1600 Kilometer unter der Erdoberfläche, aber eben 4800 Kilometer vom Erdkern entfernt. Da dieses Baryzentrum unter der Erdoberfläche liegt, kann der Mond nicht als Planet gelten. Dafür müsste der Mond etwa um ein Drittel größer sein oder ein Drittel weiter entfernt sein, sodass das Baryzentrum von der Erdoberfläche unabhängig wäre. Der Mond hat andere planetenähnliche Eigenschaften, die ihn in unserem Sonnensystem zu etwas Besonderem machen. Zunächst einmal hat er eine Kruste, einen Mantel und einen Kern. Er verfügt auch über eine recht aktive Geologie mit Ereignissen wie Erdbeben. Du liegst richtig, wir nennen sie Mondbeben. Gibt's auch Mondkuchen da oben? Okay, dann wollen wir mal den übrigen Weltraum erkunden. Moment, wie bitte? Du kannst mich nicht hören? Natürlich nicht! Im Weltraum ist es absolut still. Da es im All keine Atmosphäre gibt, findet der Schall auch kein Medium, durch das er transportiert werden kann. Der Venus willst du lieber fernbleiben, wenn dir dein Leben lieb ist.
Sie ist der heißeste Planet unseres Sonnensystems. Ihre durchschnittliche Oberflächentemperatur beträgt 450 Grad Celsius. Man könnte meinen, das ist so, weil sie der Sonne am nächsten ist, aber das stimmt nicht. Du denkst vielleicht auch, dass Merkur, der erste Planet, noch heißer wäre. Doch da er keine Atmosphäre hat, die seine Temperatur regulieren könnte, schwanken die Werte dort extrem. Auch dein Kalender wäre auf der Venus zu nichts zu gebrauchen. Ein Tag ist dort nämlich so lang wie ein Erdjahr, weil die Venus nur sehr langsam um die eigene Achse rotiert. Sie braucht für eine Umdrehung 243 Erdtage. Wenn du eine Pause auf dem Mars einlegst, warte unbedingt auf den blauen Sonnenuntergang. NASA-Spezialisten zufolge ist feiner Staub an der Blaufärbung des Himmels bei Sonnenuntergang auf dem Mars verantwortlich. Gibt es Diamantenfans unter uns? Dann packt schon mal die Koffer. Es gibt einen Planeten, der aus Diamanten besteht. Er ist doppelt so groß wie die Erde. Man geht davon aus, dass er von Graphit und Diamanten bedeckt ist. Ein Raumanzug kostet etwa 12 Millionen Euro, aber ein Besuch wird die Ausgaben sicher wettmachen. Was meinst du? Wenn dir das All allerdings zu weit weg ist und du lieber auf der Erde bleibst, haben wir auch für dich eine gute Nachricht. Auf der Erde gibt es weit mehr Bäume als Sterne in unserer Galaxie. Auf unserem Planeten stehen etwa 3 Billionen Bäume, während es in der Milchstraße schätzungsweise nur 400 Milliarden Sterne gibt.